Hi. Hi, YouTube. Ich würde direkt weiterscheiden, das will ich mir nicht angucken. Na, 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 na. Genial. Ich würde direkt weiterschalten, Moki. Hallo, herzlich willkommen bei einem YouTube-Video. Wir machen heute ein Gespräch, ein ernstes Gespräch, weil ich muss mit Moki sprechen. Warte, was? Ich habe Jen ja erst in Irland kennengelernt und ich wusste nicht, wie Jen drauf ist. Und Jen wusste, glaube ich, nicht, wie ich drauf bin. Und dann haben wir uns ganz nah aneinander, so ganz langsam herangetastet. Und irgendwann ist uns aufgefallen, wir haben beide einfach keine Grenzen. Ja, voll! Und jetzt ist es so wirklich, ich muss nicht nachdenken, was ich sage, also... Das ist sehr selten. Es ist, ja, wobei, ist es so selten in der Streamer-Szene? Naja, also ich habe noch nie so viele Streamer persönlich kennengelernt. Hä? Du kennst doch so viele Leute. Ja, aber nicht persönlich. Achso, du kennst sie nur von irgendwie nur Events vom oder so. Im Internetgedöns, ja. Auf so Events war ich ja auch nicht so viel. Ja gut, aber da kann man sich ja auch schon manchmal herantasten. Ich habe ja zum Beispiel Sonja kennengelernt und ich dachte immer, sie ist in real life genauso, wie sie on stream ist. Still, du kanntest Sonja nicht. Gar nicht, ne? Nein! Und ich war so, oh mein Gott, was wird das werden? Und dann habe ich sie kennengelernt und dann war es einfach so, das ist eine der ruhigsten, nettesten Personen, die ich... Hoffentlich liege ich das... Liege ich gerade Sonja? Nein. Deswegen nennst du mich ja auch Sonja. Ja, genau. Das war wirklich, also Jens Chat, das war wirklich übrigens ein Versehen. Ich habe es sehr bereut und ich habe in meinem Stream danach geweint, okay? Weil ich habe einen ganz bösen Text. Haben die Leute gehört, was du mir geschickt hast? Ich hab's denen, glaube ich, nicht gezeigt, nee. Soll ich denen das mal zeigen? Das kannst du gern machen. Also, ich war so richtig hart. In der Zwischenzeit mal. Ich hab richtig geweint. Ja, aber ansonsten finde ich das halt immer relativ schwierig, direkt mit der gesamten Persönlichkeit rauszukommen, weil man nie weiß, was die andere Person so von einem denkt. Ich dachte zum Beispiel, dass wenn wir uns treffen, dass das dann so eine ganz, ne, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, wir hatten halt irgendwie so ein Problem bei Rust. Ja. Weil du warst das Weltherrschaftsmädchen und ich war die SM-Tante, die einfach alle gehasst hat. Ja. Und ich war so richtig so, oh mein Gott, was denkt sie von mir? Ich dachte wirklich, es wird einfach so eine komplett auseinander Sache sein und wir werden dann so neben Toro sitzen. Eine wird hier sitzen, Toro in der Mitte und auf der anderen Seite eine. Distanziert ist das Wort, das ich suche. Und ich habe so wirklich gewartet. Wird sie mich überhaupt mögen oder nicht? Oder ich weiß gar nicht, so? wie das war. Es war ja so, wir hatten doch geplant gehabt. Ich weiß gar nicht, wer hatte zuerst den Plan, zu Toro nach Irland zu düsen? Du oder ich? Wir hatten das eigentlich beide gleichzeitig, oder nicht? Irgendwie so. Und, oder? Ich glaube schon. Toro hat mich ja die ganze Zeit belästigt. und hat die ganze Zeit gesagt, Maoki, du musst nach Irland kommen, Maoki, du musst nach Irland kommen. Und weil ich halt so schlecht im Nein sagen bin, habe ich halt nicht Nein gesagt und habe dann gesagt, ja, natürlich komme ich nach Irland. Und dann, also das heißt nicht, dass ich nicht nach Irland wollte, natürlich. Oh mein Gott. Natürlich wollte ich nach Irland und Toro kennenlernen, aber es war halt auch so suspekt, weil es ist halt einfach, man trifft sich mit so einem fremden Mann in einem fremden schon, Land. Schon, oder? So komisch. Das war so, ja natürlich, Toro, komme ich ja, dich klar. Besuchen. In deinem Haus mit im fremden Land. 4 Stunden Mensch. Weg vom Flughafen. Mit dem Bus fahren, ja. 4 Stunden lang. Ich kenne dich zwar nicht, wir haben vielleicht 3-mal was zusammen gespielt, aber klar.
Und dann habe ich, glaube ich, nicht abgelehnt. Und dann war das so, dass du gesagt hast, okay, ich fahre auf jeden Fall nach Irland zu seinem Geburtstag. Ja. Und ich sollte ja eigentlich vor oder nach dir kommen. Und ich habe dich dann gefragt, ob du mit mir gleichzeitig hin willst, ne? Ja, genau. Ja. Was ich halt niemals erwartet hätte. Und dann war ich so, oh mein Gott, ja, bitte. Das muss ich ihm nachher erst mal erzählen. Also Mauki fand ich eigentlich total creepy und hatte gar keinen Bock auf dich. Die war nur zu höflich, um Nein zu sagen. Nein, ich mochte Toro ja wirklich sehr, aber gleichzeitig war es halt so, was ist, wenn der absolut creepy ist und ich kann nicht weglaufen, der schließt mich in seinem Keller ein mit seinen Katzen. Weißt du, was tue ich? Was tue ich? Ich komme nicht weg. Ich komme ja nicht mal zu Fuß zum Flughafen laufen. Der ist 4 Stunden entfernt. Aber man hat es trotzdem gemacht, ne? Ja, irgendwie. Aber das habe ich dir schon in Irland gesagt. Toro fühlt sich so an wie so ein, und das klingt jetzt so doof, aber Toro fühlt sich einfach an wie so ein großer Bruder. Der hat so Vibes wie mein großer Bruder, deswegen fühlte sich das irgendwie so safe an, aber andernfalls hätte man auch einfach zerstückelt im Kühlschrank auftauchen können. Das stimmt, ja. Aber es hat irgendwie funktioniert. Ich bin schon sehr, sehr glücklich, dass du mitgekommen bist. Und dann sehr bist glücklich. Du da angekommen im Boots mit deinem dicken Koffer. Was heißt dick? Der war gar nicht so dick, oder? Du hattest zwei Taschen, glaube ich. Du hattest eine große Tasche und eine kleine, glaube ich. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Keine Ahnung. Also es war für mich die wildeste Aktion, die ich seit langem gemacht habe. Ja. So random. Und ich bin übrigens wieder zurück. Wir sind beide wieder zurück. Ich habe mir auch mitgebracht als Souvenir. Wie wir uns alle sogar noch überlegt haben, Irland wäre doch ein tolles Land zum Leben, oder? Ja! Wir waren schon so richtig am Pläne schmieden, so ein Streamerhaus und so ein Jen zieht erst hin, dann zieh ich nach, dann machen wir so richtig krasse Events und so. Was ist eigentlich aus dem Haus geworden, das wir kaufen? Das ist nie passiert. Ich bin auch ganz froh, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, das war einfach so also ein Hirnfurz eigentlich. Ja, voll! Aber ich habe mich halt gefühlt wie so ein Schulausflug mit coolen Leuten. Ja, wir waren jeden Tag auf Tour, ne? Ja. Jeden Morgen früh aufgestanden, auf Tour, so viel gelaufen. Boah. Wisst ihr, was das Lustigste war? Das Lustigste war, wenn Jen und ich durch diese kleine Stadt gelaufen sind. Das war ein Dorf. Als wir durch dieses Dorf gelaufen sind. Junge, du passt nicht auf! Erst tritt sie fast in Scheiße, dann lässt sie sich von Autos fast überfahren. Musst du immer aufpassen! Jo, warte, aber das wirklich Lustigste war einfach, dass wir da, du mit deinen blonden Haaren, mit deinem pinken Outfit, ich mit meinen lila-grauen Haaren und einem Gothic-Outfit praktisch schon. Wir sahen so aus wie so, sie war einfach der Labrador und ich war so der, ich war einfach so der Husky, weißt du? So komplett weirde Mischung. Und dazwischen Toro. Ja, aber wenn wir zu zweit auch unterwegs waren, die haben uns alle angeguckt wie so ein Auto. Als wären wir. Als wären wir. Ja, Stadtkinder auf dem Land, so 1:1. Das war richtig heavy. Und jeden Tag Milchshakes. Boah, direkt um die Ecke, dort gab's ganz viel richtig geile Milchshakes. Ohne Scheiß. Oh, die hatten so viel Zeug, wo man sich hätte drin verlieren können. War Toro dann der Labradoodle? Nee, stimmt, es wäre dann eigentlich, du wärst der Labrador gewesen, nee, der Golden Retriever. Mm. Ich wäre der Rottweiler gewesen und Toro wäre
Der Dackel, der Dackel gewesen. Ja, der Dackel. Diese kleine lange Wurst. Du darfst ihm übrigens nichts von diesem Stream erzählen. Der existiert auch nicht irgendwie als VOD oder so. Also. Achso, ja, du löscht das doch direkt. Ja, danach, das wird oder? Auch gelöscht. Das wird auch nirgendwo hochgeladen oder so. Willst du nicht die Sprachnachricht anmachen? Warte mal, ich muss mal lesen, sie kurz dafür Platz. Warte, wo ist die Sprachnachricht? Die war. Die war herzzerbrechend. Warte mal. Du musst dazu die Story erzählen. Also, die Story ist folgendermaßen, ja. Ich habe gestreamt, wollte gerade Feierabend machen, krieg noch einen Clip zugeschickt von Mauki. Wie Mauki sagt, irgendwas, sie hat auf Twitch Clips Germany reagiert und da war irgendwas und sie wollte sagen, Jen, bla bla bla. Sie hat aber gesagt, Sonja. Sekunde. Können wir den Kontext gerade mal festlegen? Das ist ja egal. Ich wollte sagen, Jen hat einfach das größte Herz von allen, die ich kenne. Und deswegen hat sie Sonja gesagt. Das macht's irgendwie nicht besser. Naja, und auf jeden Fall habe ich das als Clip zugeschickt bekommen und dann habe ich meinen Stream beendet. Und dann hat sie mir eine einminütige Sprachnachricht geschickt. Mit Musik hinterlegt, okay? Ich hoffe, ich mache jetzt das Richtige auf und nicht irgendwas. Es ist okay, dass eine meiner besten Freundinnen, nein, nicht nur eine meiner besten Freundinnen, sondern sogar meine beste Freundin, der ich bereits so viel über mich erzählt und anvertraut habe, mich verwechselt. Ich bin anscheinend doch nicht so einzigartig und besonders, wie sie sagte. Es ist okay. Es ist okay, wenn jemand, den du liebst, sich im Kopf vorstellt, dass du nicht du selbst bist. Dass du jemand bist, der du nicht bist. Dass du eben gar nicht existierst. Dass stattdessen ein anderer Mensch in ihrem Kopf existiert und deinen Platz einnimmt. Nur eben nicht du. Es ist okay, dass ich dir das verzeihe. Denn ich bin ja nur jemand anders. Nur nicht Jen. Die Jen, mit der du viele Stunden in Irland verbracht hast. Mit der du gelacht und geweint hast. Die dich so liebt, wie du bist, Mauki. Und immer für dich da ist. Egal wann, wo und wieso. Für immer. In Liebe nicht Sonja, sondern Jen. War gut, ne? Das hat so gebrannt, Alter. Vor allen Dingen noch mit dieser Bucke im Hintergrund, wie du dir das einfach aus dem Ärmel Nee, ohne Scheiß. Ja. Hast du eigentlich ein anderes Mikrofon in Discord an? Die Musik wurde voll rausgefiltert. Toll, Mauki. Nee. Toll, Mauki. Was, du bist so leid. Jetzt bin ich noch eine Sprachnachricht. Mach dir nachher noch eine nach dem Stream. Danke, Mauki, dass du das erste Mal, dass ich dieses Format gemacht habe, es direkt zerstört hast. Du bist einfach die beste Freundin, die man sich wünschen kann, aber in Wirklichkeit bist du die schlechteste. Wie kriegst du diese Sprechstimme hin? Naja, ich drück irgendwie sowas so. Also ich... Oh, ich kann dir das nicht beschreiben, ne? Also wenn ich so rede, rede ich so. Und sobald ich so spreche, spreche ich so. Und das fühlt sich halt irgendwie so hochdeutsch an. Das ist so, als ob man so ein... Wie so eine Art Knopf drückt. Ich kann nur entweder so reden... Oder ich kann so... What the fuck? Toll ist das! Mehr kann ich nicht mal. Keine Ahnung, es passiert halt einfach. Okay. Wie so ein Schluck auf. Ich will das auch können. Immer wenn andere das machen, dann bin ich neidisch. Ich muss das auch können. Hier im Chat sagt jemand... Das nennt sich eine Stütze. Das nennt sich eine Stütze. Ich habe keine Ahnung, wie stützt man das denn? Drückt man Ich weiß rein, nicht. Also das ist so... Siehst du, weiß nicht. So, Mann, ich kann dir das nicht beschreiben. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich dir das beschreiben soll.
Rückstütz im Zwerchfell. Ja, bringt mir alles nicht. Kannst du singen? Nee, ich kann absolut nicht singen. Kannst du singen? Aber wenn du das kannst, dann solltest du ja eigentlich singen können. Kann null. Ich kann keine Töne treffen und Töne halten. Kann ich nicht. Hast du Rhythmusgefühl? Ja, aber ich hab... Also tanzen? Nee. Ha. Ich habe nämlich die Theorie und ich promoviere gerade in Dr. Mauki. Ja. Ich habe die Theorie, dass das daran liegt, dass wir kein Rhythmusgefühl haben, dass wir auch nicht singen können. Sollten wir jetzt singen üben? Nein. Gut, ich muss Kannst dann jetzt du mal das gehen. Vorsingen? Nein. Ich sehe uns eigentlich in so einem Duett. In so einem Duett? Ja. Also ich habe einmal, wie heißt das nochmal, dieses Twitch Sings? Ja. Ist das so? Ja. Ich habe das einmal gemacht und nicht in meinem eigenen Stream zum Glück. War sehr gut, die Idee, weil das WOD wurde auch danach runtergenommen. Oh. Und ich habe den Stream richtig schön gequält. Richtig schön gequält. Fühl ich. Wenn wir irgendwann mal irgendwo zusammen auftreten müssen, dann werden wir einfach zusammen singen. Oh, stell mal vor, wir machen einen Song und so und dann so eine Choreografie. So. Kann ich tanzen übrigens? Kannst du tanzen? Nein? Nein, also. Ich auch nein, nicht, ich gar nicht. Auch ich wenn zeig dir, so wie mein Tanzen geht. Wie ging der dritte Tanz nochmal, Leute? Ist das... Und was ist mit dem hier? Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Also, wir sehen hier eine Mauki, die sehr gut tanzen kann. Ich kann nicht mal tanzen. Ich kann wirklich auch nicht tanzen. Man, weißt du, das ist so, du gehst so zum Beispiel, gehst du in einen Club und so und tackelst dich richtig auf, dann denk ich, Alter, Maschallah, die kann bestimmt richtig... Alter, die geht richtig auf der Tanzfläche ab. Null. Ich war einmal in meinem Leben in einer Diskothek. Ja, und war gut? Ja. War gut. Ja? Hast du alle beeindruckt um dich herum? Also ich war in einer Diskothek, wo... Ja. Es tut direkt schon weh, darüber nachzudenken. Es war einfach eine Diskothek, wo einfach so ein Dancefloor in den Boden eingelassen war. Es war so wie eine Schüssel, weißt du, wo jemand einfach alles an Müsli reinwirft und das Müsli tanzt da unten so. Und oben ist einfach so der Rand und da waren so Säulen an dem Rand. Ja. Und ich habe, damit ich mich überhaupt in irgendeiner Art und Weise so leger fühlen konnte, dass ich mich bewege, habe ich sehr viel getrunken. Ja. Und dann bin ich runtergegangen in die Müsli-Schale und hab halt getanzt. Und ich war so... Ich hab halt irgendwie versucht, mich zu bewegen. Und da war so ein Typ, den fand ich eigentlich ganz süß. Und dann habe ich versucht, den so ein bisschen anzutanzen. Und der hat sich weggedreht. Oh, und das war der Moment, wo ich hochgetanzt bin. Auf die Müsli-Schale oben dran. Und dann nur noch so an der Säule getanzt habe. Den Rest die Müsli-Schale. Du bist die erste Person, der ich das erzähle. Ja, das hört nicht. Auch keiner zu gerade. Also wir sind auch ganz allein, musst du dir auch keine Gedanken machen. Er hat sich weggedreht, Jen. Er hat sich weggedreht. Ja, ist egal. Der sieht dich nie wieder. Vielleicht ist er jetzt Zuschauer. Fick dich, wie auch immer du hieß. Wie lange ist das her? 10 Jahre. Ach, easy. Also, jetzt erkennt man dich gar nicht mehr. Nein. Gar nicht. Ja, vielleicht war sehr viel verändert. Weißt du, ich glaube, das lag daran, der fand dich attraktiv, aber der war treu und vergeben. Und dann tanzt er unten alleine in der im Dancefloor? Ja, vielleicht wollte er ja überschüssige Energie ablassen. Der wollte Cardio betreiben an Silvester mitten auf dem Dancefloor. Vielleicht hat die Freundin von oben zugeguckt und so. Seht ihr, das ist eine gute Freundin. Die belügt dich, aber mit einer weißen Lüge. War vergeben.
Seine Freundin war schon müde. Okay, ich glaube, das ist jetzt einfach mal. Ja. Und auf dem Rausgehen von dem Dancefloor habe ich dann, weil ein anderer Typ meine Freundin nicht, ne, also der wollte nicht mit ihr ausgehen, habe ich ihm gesagt, dass er scheiße ist und was verpasst und dann bin ich gegangen. Und das war mein Abend. Mic drop. Und seitdem war ich nie wieder in einer Diskothek. Warst du schon mal in einer? Naja, ich war schon, also ich war schon öfter in so Clubs und so, aber ich fühle das irgendwie nicht mit dem, so mit dem Tanzen, weiß ich nicht. Es sieht halt bei mir immer aus wie so nichts und deswegen bleibe ich immer in meiner Ecke mit meinem Getränk und oh, süß. Genau so, und dann trinke ich. Oh nein. Gerade bei dir hätte ich gedacht, dass du richtig abgehst. Null, ich kann mich absolut, also Körper, so weiß ich nicht, irgendwelche Hüftschwünge, kann ich gar nicht. Was? Gar nicht. Ohne Scheiß, ich wäre sowas von davon ausgegangen. Würde ich gern. Dass du die Erste auf der Tanzfläche bist. Würde ich gern. Also nicht alleine. Wenn wir irgendwann mal zusammen Diskothek gehen. Dann betrinken wir uns und wir gehen tanzen. Und zwar zusammen, nur zusammen, wir lassen keinen anderen dazwischen. Nein! Das sehe ich. Nee, ich war auch einmal in der Disco, noch einmal in der Diskothek, aber also das war keine normale Diskothek, sondern so eine Goa-Diskothek. Ja, oh Gott. Ja, wo du die ganze Zeit nur so Musik läuft. Und die waren halt alle drauf. Und wenn du nicht drauf bist und nicht weißt, wie du tanzen sollst, dann schämst du dich irgendwie. Und ich saß die ganze Zeit nur so in der Ecke, auch mit meinem Drink und hab so an dem Strohhalm gezogen und es kam alle zwei Minuten jemand vorbei und hat mich zum Tanzen aufgefordert. War so, warum tanzt du denn nicht? Möchtest du tanzen? Komm, ich zeig dir, wie man tanzt. Und mit jedem Mal habe ich mich noch mehr unter Druck gefühlt. Wenn ihr eine Frau in einer Diskothek seht, die einfach in der Ecke steht, fragt sie bitte nicht alle zwei Minuten, ob sie tanzen möchte. Stehen lassen. Möchte nicht. Ja. 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 Das reißt Wunden auf. Aber warst du schon mal auf dem Festival? Ja. Ich noch gar nicht. Echt nicht? Mm-mm. Wollen wir damit anfangen, was du schon mal gemacht hast? Nix. Ich sag mal so, du hast auf dem Festival nichts großartig verpasst eigentlich. Ich war auf einem Goa-Festival. Ja. Und da waren auch alle drauf. Und da war es halt sehr, sehr chillig. Aber wenn du nicht drauf bist, dann fühlst du dich irgendwie nicht angekommen da. Wie drauf? Meinst du, man hat dann... Ach so. Man hat dann so Dinge gemacht. Ach so. Aber sowas mache ich nicht. Muss man das machen? Nee, muss man nicht. Deswegen ist es halt so, wenn du auf solche Festivals gehst, musst du schon sehr zuvor... Also musst du aus dir sehr rauskommen, damit du dich da angekommen fühlst. Aber so auf so Metal-Festivals oder sowas, da musst du ja nicht mal tanzen. Da stehst du ja nur rum. Jetzt fühle ich mich voll unschuldig. Aber unschuldig ist doch gut, oder nicht? Ja. Okay, wenn es wieder geht, dann gehen wir zusammen mit ein paar Leuten auf ein Festival. Aber ich bin nicht drauf. Nee, drauf ist doch doof, weil dann weißt du ja am Ende davon nichts mehr. Das ist ja total doof. Ja, das ist doch voll anstrengend. Also ich höre immer nur dann von irgendwelchen Nebenwirkungen, dass die dann total müde waren und voll scheiße ist. Also es kommt drauf, also ich will jetzt diese Diskussion ja hier, ne, ist ja dein Channel, will ja diese Diskussion nicht auf deinem Channel, ne, weil so, aber es kommt halt drauf an, was du machst, aber du musst halt auf einem Festival nicht drauf sein. Ich war zum Beispiel auf einem, das heißt Amphi-Festival, das ist ein Gothic-Festival und da sind alle traurig. Es? Aber gut ist traurig. Also da gibt's dann so Vorlesungen über den Tod und so Theaterspiele über den Tod und dann
gibt's da halt sehr viel Musik über den Tod. Und dann sind alle schwarz angezogen und dann sitzt man halt in der Sonne und ist traurig. Aber das Gute traurig. Hast du noch nie ein Gothic-Festival oder sowas gesehen? Nee. Die sind, also sind halt alle schwarz angezogen und trinken und haben halt Spaß so. Okay, da will ich nicht hin. Für dich würde ich auch eher sowas nehmen wie... Was hörst du für Musik? Alles. Techno. Rock am Ring. Ich höre die Charts. Ja, dann ist doch Rock am Ring genau richtig für dich. Gibt's nicht irgendwie so ein J-Pop-Festival? Keine Ahnung. Ich sehe gerade so viele Festivalnamen im Chat, ich kenne die alle gar nicht. Also ich kenne, also Tomorrowland wäre, glaube ich, für Jen ziemlich cool, ja. Ja. Und ich kenne von Bekannten das Airbeat One. Ich glaube, die machen jedes Jahr, machen die thematisch ein anderes Land und bauen das auch so, die Bühnen immer so auf, so Italien oder sowas. Das ist auch cool, da würde ich auch hingehen. Also für nächstes Jahr haben wir was geplant, ja? Machen wir. Sehr gut, haben wir das auch geklärt. Sehr gut. Ja. Was hast du noch alles nicht gemacht? Ja. Warst du mal auf einem Konzert? Also mein Ex-Freund ist ja so ein bisschen Musiker, da war ich aber nur immer so Backstage-mäßig, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt Konzert nennen. Also so ein richtiges Konzert, nee. Nicht mal krass. Wir brauchen ein Konzert, wir brauchen eine Diskothek, wir brauchen alles. Nee, Diskothek hast du ja, aber... Ich war noch nie auf einem Konzert. Ich hatte damals, ich glaube, wo ich 7 war oder so, hatte ich damals Tokyo Hotel Tickets gehabt. Oh. Und meine Mama ist da nicht mit mir gegangen und deswegen bin ich nicht hin. Nicht 7, 10 oder so war ich cool. Da. Oder 11. Ja gut, Convention. Ach doch, ich war bei Dieter Bohlen. Warte, was? Ja. Doch, weil meine Mutti wollte da hin. Und ich hab ihr das erfüllt. Das war... Du hast dich geopfert. Das war, glaube ich, wann war das? 2019, 2020 müsste es gewesen sein. Da ist er gerade auf Tour gegangen und da habe ich da diese Karten geholt und da stand ich mit meiner Mutti und meinem Vater ganz vorne in der Reihe. Junge, der sieht gar nicht so aus wie auf seinen Bildern. In die gute Richtung oder? Eine der voll viel Falten. Also, was ja auch okay ist, aber. Irgendwie gefühlt in jedem so Supertalent und Gedöns sind ja so viele Filter drauf, das sieht man halt ja gar nicht. Ja, plus, du musst auch immer schauen. Ich schätze, bevor der große Auftritte hat, lässt er sich das wahrscheinlich auch liften, ne? Safe. Weil sobald du ja den hier machst, bist du ja glatt wie sonst was. Ja. Da war ich. Und der sieht immer so aus. Ja. Ach, meine Mutti, die guckt ihn an. Boah, der sieht aber alt aus. Das war das Erste, was sie gesagt hat. Hat der gesungen? Ja, war aber wild. Oder also Playback? Nee, ich glaube, der hat gesungen. Aber Stimmung machen kann er. Also, die sind ist alle halt ein abgegangen. Entertainer. Spätestens jetzt musst du kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn du sie Sonja nennst. Leute, Dieter Bohlen ist ja vielleicht komisch, ja, aber ich denke, es lohnt sich schon, dahin zu gehen. Ja. Das ist so ein Urgestein Deutschlands. Das ist wie, als hättest du nicht Rammstein gesehen oder so. Es ist nicht, dass ich sage, boah, ich bereue das voll. War wild. Ja, halt Spaß, ne? Manchmal muss man die Dinge auch einfach mit Spaß nehmen. Ja, einfach, ja. Ja, ansonsten fällt mir gar nicht so wirklich ein, was man eigentlich so hätte machen müssen. So eine. Hast du keine Bucketlist? Ich wollte nach Japan und das habe ich geschafft. Das war irgendwie alles.
Jetzt wird es natürlich so, jetzt noch so, keine Ahnung, jetzt so Karibik-Gedöns. Ich meine, das machen wir jetzt ja nächste Woche, fliegt mir auch in Urlaub. Mhm. Aber sonst ist nicht so, nö, hab ich nicht. Hast du sowas? Ich hab so ein paar Sachen, die ich unbedingt machen will, aber ich hab halt nicht, also manche Leute haben ja so eine richtige Liste, wie so ein Testament. Mhm. Hab ich nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, die will ich unbedingt nochmal machen. Das ist einmal Schmieden. Ja, so richtig Schmieden. Da hätte ich richtig Bock drauf. So ein, stell dir mal, du hast ein selbstgeschmiedetes Schwert in der Hand. Ja, das stelle ich mir total krass vor. Irgendwie sagt mir deine Stimme, dass du das gar nicht so gut findest. Okay, ich werde dir auf jeden Fall ein Schwert schmieden. Schmiedest du später meine Hochzeitsringe? Wenn ich mal heiraten sollte. Kann ich dir die Blumen, die ich als Blumenmädchen werfen muss, auch schmieden? Klingeling, 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 klingeling. Bitte. Ja, schmieden hätte ich Bock. Ich werde dir auf jeden Fall irgendwas schmieden. Ich hätte voll Bock, mit einer Peitsche umgehen zu lernen. Wie so Indiana Jones. So. Nicht im erotischen Sinne, sondern eher so, dass man sich fürchten muss vor mir. Sobald ich was Langes in die Hand nehme. Ja, also... Ja, wenn du lange sagst, ja, also, nun, ja. Und ein Tattoo. Ja, du hast es nicht gemacht. Wir waren kurz davor. Kurz? Das wusstet ihr gar nicht. Ja. Aber Jen und ich waren ganz kurz davor, uns hier auf die Finger so ein kleines Tattoo machen zu lassen. Nicht auf die Finger, also es tut hier schon weh von. Ja, irgendwie so oder hier oder irgendwas. Ja, ne, hier irgendwie so Smiley ganz kurz oder davor. So. Wir holen das nach. Das müssen vielleicht. Wir noch machen. Mhm. Ja. Aber wir haben tatsächlich... Also ich habe mir ja nur dieses Dermal gemacht. Alter. So okay. Spontan auch, ne? Also wir waren ja in Irland zum Tätowieren. Ich habe ja den einmal tätowiert und Toro ja auch. Und der war so ein Cutie. Der hat Mauki, der war so süß. Der war richtig niedlich. Und der hat die ganze Zeit zu Mauki so, ja, willst du nicht? Also auf Englisch so, willst du nicht auch was? Willst komm, oder hier sowas und sowas. Und dann hat sie halt das... Hast du da in diese Dose gegriffen und dann erst rausgekommen? Ja, genau. Genau, die hatten so eine Dose, eine Losdose gehabt und die meinten, wenn man das rauszieht, dann muss man das machen. Da waren ganz viele Piercingsarten, alles mögliche. Und sie hat halt reingegriffen und hat halt dieses Dermal gezogen. Und das ist halt dieses Piercing dazwischen der Brust. Und dann hat nee, das ist tatsächlich Haut generell. Ach so, ja. Das Einzige, was ich mir denken konnte. Ach so, den Ort. So. Ja. Mhm. Das hat sie einfach dann gemacht. Dann ist sie da hin und hat sich da das Stück Fleisch rausziehen lassen und... Die schneiden das nur auf und dann machen die so wie eine Geburt, weißt du, und stecken das dann rein und dann... Aber jetzt hast du das so erzählt, als hätte ich das wegen dem Cutie gemacht. Ich habe das nur wegen euch gemacht, als Andenken an euch. Ja. Damit ihr ganz nah an meinem Herzen seid, nicht damit der da was machen kann. Ja. Und ich habe natürlich auch nicht gehofft, dass er das macht, sondern ich habe wirklich... Hätte jeder machen können. Das wäre für mich vollkommen okay gewesen. Ruf mich an! Den siehst du nie wieder. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich werde ja auch nie, also, wenn ich mir tatsächlich nochmal so einen Teil machen lasse, werde ich nicht nach Irland dafür. Nee. Aber ich denke, das wird auf jeden Fall nochmal gemacht werden. Ja. Willst du dir ein Piercing machen lassen? Nee. Gar nicht? Nein. Das ist mir zu viel Schmerzen und... Also, weiß nicht, also das würde mich einfach nur stören, wenn ich immer irgendwo hängen bleibe und keine Ahnung. Nee. Bleibst du nicht manchmal da hängen? Nie. Na, an dem Piercing-Ding da in der Mitte? Nie. Gar nicht. Was? Also weder mit Haaren noch irgendwas, so Kette... Das ist aber auch so ein Ort, was soll denn da hinkommen, so, außer Kleidung? Ja. Was soll denn bei mir da hinkommen? Ja, also.
Ja gut, dann tätowieren wir dich jetzt als nächstes. Das tut nicht weh. Du hast ja gesehen, wie easy ich da lag. Ja, ich habe auch gesehen, wie easy Toro da lag. Toro lag da. Bei mir war es halt nur Toro echt... Toro hat einfach Todesqualen. Das war halt so Pain, als er immer wieder an diesen Knochen hier gekommen ist. Das hat so weh getan. Du hast richtig diese Vibration durch den Knochen gespürt. Oh, das aber hast du es nicht irgendwann genießen können, als es irgendwie auch als so ein er weg vom Knochen war, ja. Ja, weil irgendwann wird das doch alles ein bisschen taub und dann ist das doch so ein bisschen so ein Naja, ja, das nicht? Stimmt, aber das Witzige ist, dass er dann da nochmal geht und das wieder aufmacht. Weißt du, denkst so, geil, der ist da durch, dann geht er da wieder lang. Denkst so, Ja. Ja gut, okay. Ich denke, wenn ich mir das machen würde, würde es halt irgendwie ein bisschen problematisch sein, weil ich wollte ja dieses große Tattoo haben. Ja. So wie bei Conan. Weißt du noch diese Tattoos bei Conan? Ich weiß, ja. Ja, die gingen ja so einmal über den ganzen Körper. Sowas hätte ich gerne. Ja, da brauchst du ganz viele Sitzungen für. Ja, und du weißt, wie geduldig ich bin. Ich habe mir ja extra nie Extensions reinsetzen lassen, weil ich... Ja. Boah, Extensions, ey, Junge, 9 Stunden sitzt du da erstmal. Hast du die schnell rausbekommen? Ja, also ich muss dazu sagen, ich fand das sehr niedlich. Das war am Abend, da dachte ich so, boah, die nerven mich voll, die Extensions. Und ich hatte dann für nächste Woche eigentlich einen Termin gehabt. Aber ich war so, die müssen jetzt unbedingt raus. Und ich hatte noch dieses Lösemittel und diese Zange da. Und dann war gerade abends, war 23 Uhr und ich habe es gesagt, ob Toro nicht das rausmachen möchte. Und dann haben wir uns auf die Couch gesetzt, haben Harry Potter angemacht, während er hinter mir saß und meine Extensions rausgemacht habe. Und dann habe ich immer seinen Tee gegeben, hat er Tee getrunken und weitergemacht. Ja. Kann ich bitte einfach eine Livecam von euch haben, damit ich einfach so jeden Abend so ein bisschen Zucker bekomme? Ja, ist schon süß. Sie sind einfach so das süßeste Pärchen, das ich kenne. Es gibt kein süßeres Pärchen. Life goal achieved. Ist schon schön. Süß. Aber jetzt ist alles raus. Jetzt ist alles raus Reste und meine Haare sind tot. Wieso sind die denn tot? Guck doch mal. Das ist gar nichts mehr. Das ist. Wow. Das ist halt nichts. Das ist halt alles tot. Also es ist halt sau wenig. So, wenn ich jetzt links und rechts meine Haare so runter mache, das ist einfach. Hier ist eine Seite länger, das ist eine Seite kürzer und es ist kaum noch Haar da. Ist alles abgebrochen. Und warum passiert das? Durch die Bondings sind? Halt und keine Ahnung. Es ist halt einfach alles abgebrochen und das ist alles ausgedünnt worden. Heavy. So, ich meine, die Haare haben ja Gewicht dran, wenn überall diese 120 Bondings dran sind. Und das zieht ja auch die Haare so ein bisschen runter. Jetzt bin ich nächste Woche beim Friseur, werde die wahrscheinlich bis hier ganz kurz schneiden, weil die sind kaputt. Ja. Süß. Und dann werde ich es mir wahrscheinlich auch braun machen, weil ich will die halt ein Jahr jetzt nicht mehr anfassen und wenn blonde Haare rauswachsen, ist ja so ein richtig ekliger Ansatz. Ich mache die braun, wie meine Naturhaarfarbe und dann mache ich erstmal gar nichts und nehme ganz viele Vitamine und so ein Gedöns. Okay, ja gut. Das ist halt das Ätzendste, dass eigentlich die Gesundheit bei Haaren am meisten von innen kommt. Ja. Deswegen, Kinder, lasst euch immer auf eure Schilddrüse überprüfen. Warum? Hast du es gemacht? Ja, aber die haben immer gesagt, das ist alles normal. Ja, okay, dann. Ja, weil die Schilddrüse ist halt einer der größten Faktoren, warum deine Haare auch scheiße sein können. Einfach brüchig und dünn und wachsen nicht und so. Deswegen, also jetzt nicht für die Haare sollt ihr es tun, aber ihr solltet es auf jeden Fall tun, generell. Ich dachte auch immer, ich habe eine Schilddrüsenüberfunktion, weil ich immer Untergewicht hatte. Aber irgendwie habe ich ich habe mittlerweile sogar schon fast, ich habe 9 Kilo schon zugenommen. Ich glaube, du hast einfach nur Stress, das ist alles. Es hört nicht mehr auf, ich wiege schon 58 Kilo. Hey, das ist doch eine normale... Ja, eine aber normale, ist das denn so? Ich kenne das nicht. Ha. Ich habe jetzt in 4 Monaten von 49 auf 58. Krass, das ist echt viel. Schnell. Ja.
Ja, aber ist dein Körper nicht einfach... Ich merke es am Bauch. So ein bisschen, ich merke das voll am Bauch, wenn ich einfach zum Beispiel im Auto sitze und dann sage ich so zu Toro, ich merke meinen Bauch, so weil das halt so übereinander liegt und sagt, das stört mich voll. Das ist ja, habe ich gesagt, wie macht man das denn, wenn man noch dicker ist? Das muss doch richtig nerven. Wirklich, ich kenne das halt nicht, dass das halt so übereinander lappt. Ich hatte das auch damals. Ich habe ja eine Überfunktion. Und ich hatte immer einen ganz dünnen Bauch. Und irgendwie die letzten Jahre, auch wegen Stress und so, ich ernähre mich ja wie Scheiße. Was esse ich denn großartig? Habe ich jetzt so den hier, weißt du? Oh, du hast auch und so ein Bäuchlein. Blum, 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 ich glaube, deiner ist. Ich habe so einen. Ich sehe auch. Da weißt du, was ätzend ist? Wenn du gerne diese Sporthosen tragst, dann hast du halt die Möglichkeit, die entweder komplett drüber zu ziehen und dann siehst du ein bisschen aus wie Steve Urkel. Oder du trägst halt da drunter und dann merkst du jedes Mal diesen Bund auf dem Dings. Ja. Wohlstandsbäuchlein nennt sich das, genau. Ich habe auch voll den Abdruck immer drauf von den Hosen. Ja! Also. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe mich dafür sehr geschämt, als ich in der Schule war. Oh nein. Oh mein Gott, ich habe mich sehr geschämt. Ich habe mich so geschämt, weil ich dachte immer, man muss, wenn man ein Mädchen ist, muss man so einen Bauch haben. Ja, Drück dich rein. So. Und dann habe ich immer versucht, so gerade wie möglich, immer einzuziehen, überall wo ich war, immer nur einziehen. Und jetzt so seit ein paar Jahren bin ich so... Ja, das ist voll geil, ne? Einfach dieses mir egal. Ja. Ja, das haben halt voll... so gut. Das haben halt kaum, also ganz viel, ich habe ja, also ich will es, also es sind halt eher Mädels, die mir halt immer schreiben auf Insta und so. Halt mit diesem Thema, ja, ich bin halt auch viel zu dick und wie mache ich das denn? Ich finde die Frage immer schwer, wenn die mich fragen, wie mache ich das denn wie du, dass mir das egal ist, was andere über mich denken? Wie soll ich denn die Frage beantworten? Ich hab diese Frage täglich in meinem Postfach. Das ist so schwer. Also, das Problem ist ja sowieso, dass die meisten Leute nicht darüber hinwegspringen können, weil sie ja noch Kindheitstraumata haben, die sie überhaupt nicht verarbeitet haben. Das heißt, wenn man wirklich weiterkommen will, dann muss man erstmal die so ein Trauma, was man hat, einfach mal verarbeiten. Weil die meisten Sachen, die wir so machen und wie wir denken und wie wir uns verhalten, die kommen halt aus der Kindheit. Das heißt, wenn ihr irgendwie Ballast habt immer noch, und deswegen sage ich auch immer, geht vor allen Dingen zum Therapeuten, wenn euch irgendwie, wenn es nicht euch richtig schlecht geht oder wenn ihr irgendwelche Störungen habt, dann geht zum Arzt und lasst euch helfen. Ist zwar in Deutschland ein bisschen schwierig, wenn man halt so teilweise 3 Jahre auf dem Platz warten muss. Aber Hauptsache, man verarbeitet diese Traumata, dieses Ding, was dir die ganze Zeit... Ich stelle mir das immer vor, als hätte man so große Steine, die man hinter einem herzieht. Ja. Und mit jedem Mal, wenn du irgendwas verarbeitest, machst du so einen Stein kaputt und gehst halt mit den nächsten weiter. Ja. Und einfach mal sich damit auseinandersetzen, sagen, warum bin ich so, wie ich bin? Was hat das aus... Warum? Also, welche Auswirkungen haben die Dinge, die mir passiert sind, auf mich selbst? Und wie kann ich daran arbeiten, dass sie mir nicht mehr so... Dass sie nicht mehr so ein Stein sind, den ich hinter mir herziehe? Deswegen finde ich, kannst du überhaupt gar keine Tipps geben, wie die Leute... das verarbeiten können, weil du es für dich einfach schon verarbeitet hast oder halt immer schon einfacher hattest, mit diesem Thema umzugehen. Ich habe auch eine Weile gebraucht. Ich habe mich ja mal dafür geschämt, dass ich halt untergewichtig bin. Weil dazu muss man halt auch sagen, es gibt halt, das Thema hatte ich auch schon sehr oft, dass es halt Bodyshaming halt in beide Richtungen geht. Es gibt halt einmal dieses, du bist zu dick und es gibt einmal das, du bist zu dünn. Das beste Beispiel ist halt dieser Spruch, den habe ich sehr oft gehört und gelesen. Welcher Mann steht denn auf Knochen? Nur Hunde spielen mit Knochen.
Es soll da doch viel mehr an der Frau dran sein. Das ist halt so dieses, man gibt jetzt einer Frau halt ein Kompliment dafür, dass sie halt fülliger ist, was ja voll fein ist. Das Problem ist halt die Wortwahl, dass du halt damit gleichzeitig die Menschen verletzt, die halt nicht zunehmen können. Und das hatte ich ja zum Beispiel gehabt. Ja. Ich wurde halt zum Beispiel gemobbt, weil ich halt irgendwie so ganz dünne Hände hatte oder wegen meinen dünnen Beinen oder weil man meine Knochen gesehen hat. Und ich habe halt gekämpft, dass ich zunehmen konnte, aber es hat halt nicht funktioniert. Und deswegen ist es halt für viele ein Luxusproblem gewesen, dass ich nicht zunehmen konnte und gesagt habe, ja, hab dich doch mal nicht so, lieber zu dünn als zu dick. So. Du hast es keinem recht machen können. Sowieso nicht. Ja. Deswegen, also für mich gab es auch sehr häufig irgendwelche unangenehmen, hast du so Sätze, die in deinem Kopf sind? Also jetzt außer dieses mit dem Knochen? Von Leuten, die an denen du vielleicht mal vorbeigegangen bist oder mit denen du zusammengearbeitet hast. Ich habe nämlich zum Beispiel so eins, ich bin mal auf dem Weg zu einem Restaurant an so Bauarbeitern vorbeigegangen und die waren so, boah, was hat die denn für dürre Stelzen? Mm. Und ich hatte einfach nur eine Leggings an, weißt du? Yeah. Das ist immer so in meinem Kopf, weswegen, wenn ich Leggings anziehe, immer so denke, dürre Stelzen? Nein, scheiß drauf. Einfach so, fuck it, ja. Oder ich hatte auch mal mit einem Fotografen zusammengearbeitet und ich habe mich halt so hingesetzt und ich hatte halt Bauch frei und dann kam so ein Blub-Blub, so mein Bauch ein bisschen heraus. Und der war so, nein, diese Pose können wir mit dir auf keinen Fall machen. Und das ist immer so ein Ding, an die habe ich, das sind so diese zwei Sätze, die einfach von vollkommen Fremden kamen. Mhm. Aber als so komplett nüchtern und trocken gesagt wurden. Das bleibt aber auch im Kopf drin. Ja, das bleibt so. Ich denke halt nicht darüber nach, ja. Ja. Das mit dem Knochen habe ich auch schon öfters gehört. Oder magersüchtig, isst mal mehr. Ja. Ach, so viele Dinge, die man einfach so an den Kopf geschmissen bekommt. Es ist halt egal, was du hast. Ja, also es ist auch egal, ob du ein bisschen hier zu viel hast oder ein bisschen da zu wenig. Es wird immer irgendetwas kommen. Aber dass es halt überhaupt kommentiert wird, ist halt so. Also ich mach das halt gar nicht mehr. Ich hab das früher ganz, ganz früher mal gemacht. So, hey, guck mal, wie fett, guck mal. So, mittlerweile so, warum überhaupt kommentieren? Warum? Es weiß nicht. Also für mich ist das halt eine fucking Hülle. Es geht mir doch um den Menschen und nicht um... Das ist ein schönes Extra, okay, aber weiß ich nicht. Aber ist dir aufgefallen, dass du das weniger machst, seitdem du dich besser fühlst? Ja, voll. Ne, also, weil ich habe zum Beispiel das auch sehr häufig gemacht, als es mir selber schlecht ging und als ich sehr unglücklich mit mir war. Und mittlerweile bin ich so, die Person hat 23 Arme, well, nice, love it. Aber als man mit sich selbst noch so unzufrieden war, so, oh, was hat der? Okay, das ist an dem scheiße. So, Hauptsache dieses, ja, der hat auch Fehler. Ja, um von sich selbst abzulenken. Ja. Und das ist bei allen so. Also an alle, falls ihr auch immer irgendwelche scheiß Kommentare kriegt von irgendjemandem, könnt ihr genau wissen, dass dieser Mensch, der euch diesen Kommentar gibt, ein sehr starkes Problem mit sich selbst hat. Wahrscheinlich schon, ja. Ja. Manche sind halt auch manchmal einfach nur bösartig. Das darf man auch nicht vergessen. Aber die haben halt auch irgendwelche Knackse. Ja. Im Grunde, jede Person, die ihr jemals treffen werdet, egal wie sehr ihr sie bewundert und egal wie toll ihr sie findet, jede Person hat irgendeinen Knacks und der kommt irgendwo aus den ersten 1 bis 10 Jahren. Und wenn ihr tatsächlich alles für voll nehmt, was irgendeine random Person zu euch sagt, dann werdet ihr niemals glücklich. Es ist einfach so. Manchmal muss man einfach weghören. Ja. So schwer es auch ist. Ja. Jeder Mensch hat sein Päckchen zu tragen. Exakt. Das ist halt einfach leider so. Deswegen habe ich auch ganz häufig Mitleid mit Leuten, obwohl ich nicht Mitleid mit denen haben sollte. Leute, die so diese typischen Bullies, also so diese... aus so Filmen oder so oder halt generell auch so in der Schule. Ich habe immer so Mitleid mit den Leuten, weil ich mir immer einrede beziehungsweise auch vorstelle, was die denn vielleicht gerade durchmachen und dann stehe ich da und habe Mitleid mit dem Typen, der scheiße zu mir ist. So. Also
Ja. Menschheit ist komisch. Voll. Deswegen ist es immer wieder angenehm, wenn man sich halt mit Leuten umgibt, wo du weißt, okay, die haben irgendwie jetzt nicht so die Probleme mit sich selbst tatsächlich. Ja. Das ist super angenehm tatsächlich. Oder wenn du dich mit Leuten umgibst, du weißt, die haben halt Probleme mit sich, aber die projizieren das halt nicht so auf andere. Ja, oh mein Gott. Ja. Das ist so angenehm. Oder ich hatte auch mal eine Freundin gehabt, so wenn man sich dann für irgendwas fertig macht, so man stylt sich zusammen und dann macht sie aber alles, sie tut alles dafür, dass du nicht besser aussiehst als sie. So dieses, ja, nee, also das ist, also wenn du die Schuhe anziehst, dann sieht das halt irgendwie besser aus als ich. So dieses, weißt du, was ich meine? So dieses, okay, mach dich nicht schöner als ich. Das habe ich noch nie erlebt und das ist so ich creepy. Als ich bei Sonja war, hat sie mir auch genau das Gleiche erzählt. Da haben wir uns gerade so fertig gemacht und alles. Und hat sie mir auch genau das Gleiche von sich erzählt. Also sie hat gesagt, Jen, das ist so angenehm mit dir. Wir supporten uns so, machen so, ja geil, mach das, mach das. Ich hatte früher es auch so, die haben gesagt, nee, mach das nicht. So, dann hat man das Gefühl, man wurde zurückgehalten. Dann habe ich gesagt, ja, hatte ich auch gehabt. Krass, dass du das nicht hattest. Nein, nie. Ich denke gerade nach, aber ich meine, ich hatte aber auch sehr wenig Freundinnen immer, weil ich eher so die war, die drinnen gesessen hat. Ja. Und also ich war halt die Computer-Nerdin so. Deswegen habe ich sehr wenig Freundinnen gehabt, mit denen man sich auch noch fertig gemacht hat oder so. Ja. Aber klingt unglaublich stressig. Wie kommt man aus sowas wieder raus? So in dem Alter, also keine Ahnung, ich war 16, 17 oder so, da. Na, okay. Was soll man da sagen? Da hast du nicht den Mumm und sagst, halt dein Maul, ich mach, was ich will. Deswegen bin ich immer sehr, sehr happy, wenn Mädels sich halt unterstützen. So. Das ist auch für mich eine der tollsten Sachen, ohne Scheiß. Aber ich muss auch sagen, ich habe mittlerweile angefangen, Männer auch stark zu unterstützen. Mhm. Also es klingt jetzt so doof, aber mir ist irgendwann aufgefallen, also das ist vielen wahrscheinlich schon aufgefallen, dass Männer generell weniger Komplimente bekommen, ja. Generell weniger nette Worte über den Tag hinweg. Ja. Du gehst halt selten zu einem Mann und sagst, holy shit, der Style, den du heute hast, echt nice. Oder sowas wie, deine Frisur sitzt ja mega perfekt oder so. Und ich finde, wenn man halt öfter mal so ein bisschen drauf achtet, dass man den Leuten mal ein paar nette Worte gibt und natürlich auch ernst meint, weil die Leute fühlen das, wenn du das nicht ernst meinst. Ja. Ich finde, allein schon an den Augen sieht man das. Und wenn du irgendwas ernst meinst und einfach mal was Nettes sagst, egal ob es jetzt übers Hobby von der Person ist oder einfach mal die Frisur oder der Pulli, die Leute sind so happy. Ja. Und ich verstehe nicht, warum man sich das nicht öfter gönnt. Ja. Also, dass man halt eher in der Negativität lebt, als sich die Positivität ein bisschen zu gönnen. Ja, weil es ist ja immer so selbstverständlich, dass man halt so Frauenkomplimente macht, so für Make-up und Haar. Aber es stimmt, aber es denkt niemand so an die Männer dabei. Deswegen, also wenn ihr mal irgendwie Kumpels habt, auch so untereinander von Männern, also vollkommen fein, mal zu sagen, du siehst heute richtig geil aus und mal das No-Homo wegzulassen, so. Wobei ich weiß nicht, wie das ist bei den, 17, 18, 19-Jährigen ist so, bei den Sunny Boys. Das weiß ich nicht, vielleicht ist es da ja anders. Ja, also es gibt natürlich auch manchmal so ein bisschen Probleme, wenn du als Frau Männern Komplimente gibst, wird das manchmal auch sehr schnell falsch verstanden. Ja. Und dann bist du so in der Bredouille, dass du dem halt wieder sagen musst, war nur nett gemeint. Ja, ja, ja. Deswegen kann ich verstehen, dass viele Frauen das halt auch ein bisschen zurückhalten. Ja. Aber so vielleicht, weiß ich nicht, so ein bisschen einfach. Aber bei den Sunny Boys, wenn du Sunny Boy wirst, hast du dann nicht eh irgendwie das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit? Ja. Ja klar, ich meine, also wir haben jetzt wirklich dieses gleiche Bild vor Augen, ne? So typisch, so dieses Sixpack und Haare schützt dein. Ja, ja, genau. Ja. Selbstbräuner, sowas. Ja. Oder ich habe immer das Gefühl, dass sie vielleicht dann einfach, und ich will jetzt niemandem zu nahe treten,
Aber ich habe immer das Gefühl, dass da vielleicht einfach manchmal ein bisschen zu wenig gegeben wurde in der Vergangenheit. Und dann ist es halt, wollen die das halt auch, aber zeigen es halt nicht so ganz. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch so ein bisschen Guessing, ne? Generell, also seid einfach mal, gebt euch einfach mal eine Woche, wo ihr random nett zu Leuten seid und schaut, wie es euch danach geht. Niemand macht ein Sixpack nur für sich selbst. Ha! Das ist jetzt genauso, wie dass man sagt, keine Frau schminkt sich für sich selbst oder keine Frau zieht sich für sich selbst schöne Klamotten an. Das will ich jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht. Also ich persönlich finde manche Dinge auch einfach sehr, sehr schön, deswegen gönne ich sie mir. Ne? Also zum Beispiel meine lila Haare. Ja. Die vorne halt nur lila sind, die mache ich jetzt auch nicht für irgendjemand anderen oder um irgendwas zu präsentieren, sondern einfach, weil wenn ich in den Spiegel gucke, ich mich sehe. Ja. Also die Farbe, der Look, all das, da habe ich das Gefühl, dass das mich am besten repräsentiert. Und wenn ich in den Spiegel gucke, will ich mich ja natürlich auch sehen und nicht irgendein. Ich hatte mal rote Haare und die waren zwar sehr schön und ich habe mich hübsch gefühlt, aber jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich nicht mich gesehen. Mm. Ich weiß nicht, ob ich das richtig gut erkläre, ich weiß, was du aber meinst. Ja, also für den Chat halt so, manchmal sind die Dinge auch einfach nicht für andere, sondern dass man auch sich selber in seiner eigenen Haut wohlfühlt. Ja. Vielleicht so. Ja. Also ich glaube, die Leute, die das schon mal gemacht haben, verstehen das durchaus, aber es ist halt dieses große Vorurteil, dass man halt, ja, hast die Haare lang gemacht für Aufmerksamkeit, ja. Das war einfach nur so, nee, ich hätte keine lange Haare, deswegen habe ich mir einfach Extensions reingemacht, mache ich sie wieder raus, oh, meine Haare sind kaputt, dann schneide ich sie mir halt ab. Ja. Ja. Es ist genauso wie ungeschminkt on stream zu sein. Ja. Like, also ich meine, ich habe das jetzt sehr wenig gemacht die letzten Jahre. Am Anfang, als ich angefangen habe zu streamen, konnte ich überhaupt nicht ungeschminkt streamen. Es ging nicht. Ich hatte so Panik, dass die Leute mich hässlich finden, dass ich extra viel Zeit investiert habe, vor dem Stream mich zu schminken. Dann irgendwann habe ich es einmal nicht geschafft, zeitlich, und dann war es halt on stream und keiner hat's kommentiert. Und dann ging's halt immer besser und immer besser. Und dann habe ich mich ab und zu komplett ungeschminkt in den Stream gesetzt, um mich dann zu schminken. Und so weiter und so weiter. Und das war so ein Prozess, wo ich dann einfach akzeptiert habe, die Leute sind fein damit. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich nicht mehr schminken werde, weil ich es einfach schön finde. Ich finde es halt schön, manchmal mich zu schminken oder mich für irgendjemanden schick zu machen. Mhm. So zum Beispiel, ich habe mich jetzt 5 Minuten vor unserem Telefonat angefangen zu schminken. Ich hab's gesehen. Einfach nur, weil ich halt für dich auch irgendwie hübsch sein wollte. Und das ist halt so, für mich ist es fein, wenn die Leute mich ungeschminkt sehen, aber für mich möchte ich mich selber auch manchmal geschminkt sehen. Ja. Und so geht es, glaube ich, den Leuten auch mit Perücken, Schönheitsoperationen, Nägeln, allem drum und dran. Nicht immer davon ausgehen, dass es nur für andere Leute ist. Das ist ja auch schwierig, heutzutage mit dem ganzen Social-Media-Kram. Ich meine, du gehst ja durch Instagram und siehst halt die ganze Zeit, boah, perfekt, boah, ja, boah. Und dann guckst du halt in den Spiegel und dann siehst du halt, oh, ich hab Poren, die haben keine Poren. Ja. Das ist, ja. 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 Auch, ja. Ich versuche halt auch gar nicht mehr dagegen zu kämpfen, so. Eine Zeit lang war es für mich halt super, super schwierig, auf Instagram zu gehen oder auf sonst was, weil ich war immer so, ich will auch so hübsch sein. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass ich mich selber hässlich finde, sondern es war immer diese Superlative, die du dort gesehen hast. Mhm. So, du gehst auf Instagram und diese Person sieht aus wie ein lebendiger Engel. Ja. Und das war für mich immer so dieses I fucking wish. Ja. Ja. Aber
irgendwie siehst du das dann 300 Mal, jeden Tag 600 Mal und irgendwann bist du auch so abgehärtet dagegen, oder nicht? Es sieht halt auch gefühlt auf Instagram alles gleich aus. Ja, ja, ja. Also das sieht wirklich jeder gleich aus. Ja. Ja, hat ja auch jeder die gleichen Filter, ne? Ja, die gehen halt auch alle diesem gleichen Ideal nach. Also ich sag's immer so, also ich will da nicht abwertend drüber reden, weil jeder soll halt machen, was er will. Wenn die Leute sagen, ich hätte gern aufgespritzte Lippen, okay. Wenn die Leute sagen, ich hätte gerne eine perfekte Nase, okay, macht. Für mich persönlich macht's halt einfach nur den Anschein, als will man halt einfach eine Kopie von vielen sein. So, Hauptsache, man sieht halt auch so aus. Weil es noch einfacher ist. Ja, klar. Ne? Es eröffnet auch viele Türen, wenn man halt perfekt ist. Ja. Aber ob man dann irgendwann mal in den Spiegel sehen kann und sagen kann, okay, das bin ich. Das fehlt doch, oder nicht? Das muss doch voll schwierig sein. Also wirklich so dieses ganze Paradebeispiel, wirklich die Leute, die sich halt wirklich 10, 20 Filter aufs Gesicht klatschen und dies und das. Ist das dann nicht weird, wenn man wirklich in den Spiegel guckt? Also ich habe das früher auch gemacht. Ich habe früher meine Bilder so hardcore bearbeitet. Meine Augen habe ich größer gemacht. Meine Nase richtig schmal gemacht. Mein Gesicht auch richtig schmal und schön Weichzeichen. Und richtig dachte so, boah, geil. Und dann gucke ich in den Spiegel und denke mir, aber der sieht gar nicht so aus wie ich. Weird. Also das war ja auch das ganz große Problem mit dem Hundefilter. Erinnerst du dich noch? Ja. Yeah. Snapchat und so? Ja. Da war ja eine richtige Epidemie oder Pandemie praktisch schon, dass alle diesen Hundefilter genutzt haben. Ja, ja. Und einfach fast niemand konnte seine Nase mehr akzeptieren. Nee. Und man sah auch so gut aus damit, ne? So richtig, wow, ja, ja, große Augen, keine Nase, ist reine Haut. Das hat halt schon, ne? Und dann haben viele Leute einfach ihre Nase nicht mehr akzeptieren können. Ja. Und ich denke einfach, dieses Akzeptieren fehlt heutzutage. Man beschäftigt sich ja auch sehr wenig mittlerweile mit sich selbst. Ja. Also ich weiß nicht, ob du Seven vs. Wild geguckt hast. Ja, habe ich. Und da ist mir das vor allen Dingen aufgefallen. Die sind ja praktisch nach dem dritten Tag so schon so ein bisschen kirre geworden, weil sie halt mit niemandem reden konnten. Ja. Und mir fällt das halt immer wieder auf, dass die meisten Leute so Einsamkeit gar nicht mehr gewohnt sind. Und ich denke, deswegen denkt man auch sehr wenig über so die Sachen nach, die einem Ballast sind. Ja. Und deswegen haben auch sehr viele Leute zum Beispiel, ihr kennt ja dieses typische, ihr legt euch hin um 3 Uhr nachts. Und dann bleibt ihr bis 5 Uhr wach, weil euch die ganze Zeit einfällt, was ihr in der Grundschule der Hanna mit dem Rucksack angetan habt. Es tut mir leid, Hanna, aber ihr denkt so wirklich an solche Dinge, einfach nur, weil ihr tagsüber niemals an sowas denken würdet. Ja. Und generell, denke ich, ist es auch so mit unseren Körperteilen. Ist halt nur ein Körper, ich weiß nicht. Es ist halt nicht so einfach. Kann das immer also, sehr schön. Man kommt an diesen Punkt irgendwann, aber so. Ja, wenn immer meine Partnerwahl kritisiert wurde wegen dem Aussehen oder so. Weil viele haben zum Beispiel von irgendwelchen Ex-Freunden oder von Toro oder so, denen sagt halt das Aussehen nicht zu. Und dann so, ja, du bist ja viel zu hübsch, warum denn sowas? Und ich denke mir, hä, aber es geht mir doch um den Menschen. Also klar, mir geht's halt einfach darum, dass er halt äußerlich halt gepflegt ist und so, dass ich ihn riechen kann. Aber es geht mir doch auch um den Menschen da drin. So, selbst wenn ich jetzt so einen richtig hotten Sixpack-Toro hätte, so, wow, puh. Ja, weiß nicht mehr. Aber passt irgendwie nicht zusammen. Und auf einmal ist der Gerät der zufälligerweise in ein Feuer, was von mir verbrannt wurde. Weshalb auch immer. Und der verbrennt sich im ganzen Körper nur und auf einmal. So, weißt du, so, weiß ich nicht. Irgendwie, man erkennt sein Gesicht nicht mehr. Aber ich sag, der Mensch ist ja trotzdem noch da. Ganz egal, wie er aussieht, der ist ja noch der Mensch da. So, das weiß ich nicht. Es gibt Pärchen, die sehen alle aus wie geleckt und passen auch äußerlich richtig krass zusammen. Also, ja. Deadpool-Vibes. Deadpool-Vibes. Ja, weiß ich nicht. Es ist schwierig. Also, ich habe tatsächlich
noch nie irgendwas mit einer hotten Person gehabt. Jetzt so aus dem... Ich wurde auch immer kritisiert. Mir wurde auch immer gesagt, was soll denn das, etc. Deswegen, ich habe noch nie etwas mit einer hotten Person gehabt. Deswegen weiß ich gar nicht, was das für Vorteile bringen soll, so. Aber manchmal finden die Leute sich einfach, ne? Also eine hotte Person kann ja auch einfach super, super nett sein und süß sein und so weiter. Und man hat aber leider immer so dieses Vorurteil, dass sobald ich halt eine hotte Person sehe, bin ich so... jetzt müssen wir einmal erstmal schauen, ob die Person überhaupt sozial ist. Ja! So, es gibt so viele, die sehen äußerlich so boah aus und dann redst du mit denen und da kommt nur Dünnschiss raus. Ja, aber gleichzeitig ist es halt manchmal auch bei Leuten, die einfach nicht sozial hübsch sind und dann bist du so, warum hatte ich jetzt nochmal dieses Vorurteil? Ja. Aber ja, das ist halt dieses Einprogrammierte bei mir, wenn ich einen muskulösen Typen sehe, bin ich direkt erstmal den hier. Das ist ja auch ein Vorurteil dann, eigentlich, ne? Genau. Ja. Genau, erstmal antanzen. Dann dreht er sich nämlich von dir um und dann findest du Männer mit Muskeln für immer ganz schrecklich. Ja. Aber jetzt mache ich so einen richtig krassen Turn, pass mal auf. Aber Maoki, wow. Wie kannst du denn sagen, mit jemandem was haben, bist du nicht asexuell? Oh mein Gott! Hat mich jetzt super überrascht, oder? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Also das ist so, wenn man eine Frau ist, dann hat man eine Vagina. Und wenn dann halt man auf Männer steht, dann haben die einen Penis. Also die haben auch so einen... Okay, also lassen wir das. Ja. Ja. Man kann, auch wenn man asexuell ist, trotzdem mit Leuten schlafen. Warum heißt das denn asexuell? Und nicht bisexuell? Ja, warum ist es nicht wirklich? Warum heißt es A? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das heißt genauso wie asozial. Also dieses A ist ja im Grunde einfach nur das Gegenteil davon. Also sozial und dann asozial, sexuell, asexuell. Ja. Ich denke, das heißt, das ist dieses A, denke ich, oder? Wenn du mir das jetzt sagst, dann glaube ich dir das. A wie Anti. A, sieh mal A, haha, Anti. Asexuell ist nicht aromantisch. Ja, das sowieso. Also es gibt ja Romantik und es gibt Sexualität. Und wenn man die zusammen, betrachtet, dann sind das komplett unterschiedliche Dinge. Man darf die niemals in einen Topf werfen. Manche Leute können halt sich in jemanden verlieben, aber haben halt keine sexuelle Anziehung, also wirkt halt keine sexuelle Anziehung auf die aus. Weißt du das? Das heißt, nee, also ja, also ich persönlich bin jetzt nicht so super sexuell unterwegs, aber ich bin sehr gut romantisch unterwegs. Also ich kann mich gut in Leute verlieben, aber sexuell anziehen werden die Leute nicht auf mich. Es ist mal so witzig, wenn ich mich mit dir darüber unterhalte. Ich habe mich schon sehr oft mit Maoki darüber unterhalten. Und immer sitze ich vor Maoki, ja, aber, hä, das verstehe ich nicht. Hä, kannst du mir das mal erklären? Ich bin da so geil. Und ich bin jedes Mal so, wie erkläre ich das für Leute, damit die das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen können? Es ist genauso wie dir mit der Polyamorie, weil ich ja nicht nur asexuell bin, sondern auch Polyamor. Und Polyamor bedeutet... Für mich ist es vollkommen selbstverständlich, dass man sich in zwei Leute gleichzeitig verlieben kann. Ja. Like, actually verlieben kann und nicht halt nur so. Aber ich rede ja immer mit Leuten, die das nicht kennen. Also wie erkläre ich denen das, dass sie das nachvollziehen können? Weil verstehen ist ja eine Sache, aber nachvollziehen ist immer sehr, sehr schwer. Ich kann halt zum Beispiel nicht nachvollziehen, wie man jede Woche Lust hat auf Sex. Wie kann man denn... Das kann man auch jeden Tag haben. Wie kann man denn jeden Tag Lust auf Sex haben? Naja, also bei mir ist das zum Beispiel so, natürlich hatte ich auch mal schon Sex mit Menschen, die ich nicht geliebt habe und so, aber das ist irgendwie, finde ich scheiße. Das ist so, habe ich für mich rausgefunden, ist nicht so das Wahre.
Weil je mehr du für eine Person empfindest, umso schöner wird natürlich dann auch, wenn du mit der Person schläfst. Und umso größer wird halt auch die Anziehung. Du willst halt einfach mit dem, willst ganz nah bei den Menschen so richtig nah dran. Und weil... Ich versuch dir das zu erklären. Ich finde das... So, und... Okay, weiter. So, ja, und dann will man halt so... Du fühlst dich wie eine Amöbe. Wie, was? Eine Amöbe. Das heißt, du willst die andere Person einverleiben. Ja. Okay, das erklärt mir. Das kann ich nachvollziehen. Also Hauptsache, so, man hat halt... Also ich erkläre das halt jetzt aus der Sicht, wenn ich mit jemandem zusammen bin und den auch liebe. Du willst halt ganz nah bei der Person sein und dann empfindest du auch das, den Drang, halt die Person zu küssen. Das hast du ja auch nicht. Oder? Nee, nicht wirklich. Ja. Also, ich meine, ich habe den Drang, bei der Person zu sein und sie zu berühren. Ja. Aber dieses Küssen kann schon sein. Ja. In the heat of the moment, aber muss nicht sein. Was ist für dich in the heat of the moment? Was empfindest du denn dabei? Wenn ich die Person küsse? Ja. Es ist halt... Moi? Moi? Wenn ich so, weiß ich nicht. Moi? Hast du denn nicht so... Hast du nicht so, also, so ein Bauchkribbeln? Ja, also das natürlich, wenn ich eine Person wirklich liebe und dann fasse ich sie an und bin so... Ha! Du bist... Cool, also du bist toll, ich mag dich so. Ja. Und aber da habe ich nicht das unglaubliche Bedürfnis, meine Lippen auf die Person zu drücken. Also das hier ist mega toll, finde ich super. Ja. Und auch dieses, das ist super, ja. Aber dieses Na ist so, ich weiß nicht, das ist nicht die erste Reaktion, an die ich denke. Die also, erste Reaktion ist, ich roll mich zusammen und bin eine Katze auf den Knien der anderen Person. Okay, du hattest also noch nie den Moment, dass du mit einer Person richtig eng warst, also jetzt nicht Sex oder so, und ihr habt euch einfach angeguckt und dann hast du einfach bei dem Gucken dieses Bedürfnis gehabt, diesen Menschen zu küssen. Hattest du nicht? Nee, aber dieses Kribbeln, dass man diese Person so richtig nice ist und ich will man... Ja, und dann willst du den küssen und mit dem Geschlechtsverkehr haben. Nein, nicht küssen, aber du willst die... Kuschel, kuschel. Das ist mega cool. Geschlechtsverkehr passiert dann halt meistens, weil du bist so... Jetzt sind wir schon dabei. Und dann passiert das halt. Aber du bist... Also ich bin nicht so, dass du sagst, so Küssen ist dabei. Hm. Also weil gerade jemand im Chat sagt, da soll man mal Frauen verstehen, das gibt's auch bei Männern. Ja, natürlich. Oh mein Gott. Was? Asexualität? Ja, klar. Ja. Aromantik sowieso, aber Asexualität gibt es auch ganz normal bei Männern. Ja. Weniger als bei Frauen tatsächlich, prozentual gesehen. Aber nicht jeder Mann gibt das halt auch zu. Deswegen kann man da echt schwierig eine Statistik machen. Plus viele Leute wissen gar nicht, dass es das gibt. Ja, also du warst auch die Erste, wo ich das erfahren habe. Auch bis letztes Jahr nicht darüber geredet, weil ich das... weil ich das halt für mich behalten habe, weil das halt für mich peinlich war, für eine Zeit lang. Und wie hast du das rausgefunden? Rausgefunden, dass irgendwas anders ist als bei den meisten Leuten, halt schon relativ früh. Ich hatte ein ganz, ganz verqueres Bild von Sexualität und Sex im Allgemeinen, beziehungsweise schon recht, ich hatte halt schon recht früh damit Berührung. Und das war eine ganz, ganz komische Sache für mich. Schon immer. Und dann in den letzten Jahren habe ich mich mal tatsächlich damit beschäftigt, weil ich halt so in den letzten Jahren so versucht habe, mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen. So meinen Trauma also wir haben ja immer alle irgendwelche verschiedenen Traumata, damit mal irgendwie auf den Grund zu gehen, mal irgendwie zu schauen,
was ist eigentlich so mit mir los? Warum ticke ich, wie ich ticke? Auch so meiner Sexualität auf den Grund zu gehen. Und dabei habe ich dann halt tatsächlich so ein bisschen Recherche betrieben und herausgefunden, das gibt es. Und das heißt Asexualität. Und davon gibt es halt verschiedene Arten. Und dann habe ich mich halt immer mehr damit beschäftigt, auch mit Leuten geredet, die das selber so, die das schon länger wussten. Und ja, jetzt bin ich halt damit auch recht zufrieden, weil man weiß halt, dass man nicht verrückt ist, sondern einfach, dass es eine ganz normale Sache ist. Wild. Ich hatte hier noch eine Frage. Also sind asexuelle Personen nie sexuell erregt? Nee, das stimmt ja auch nicht. Also theoretisch, also asexuelle Personen sind sowieso erstmal aufzuteilen, weil es gibt halt verschiedene Asexualitäten. Es gibt einmal so Demisexualität, dass du zum Beispiel nur erregt bist, wenn du die Person liebst. Also es gibt halt, zum Beispiel ich könnte niemals mit selbst ich könnte niemals mit einer Person ins Bett gehen, die ich halt nicht toll finde, in irgendeiner Art und Weise. Sie muss die Person schon kennen und ich muss sie schon mögen, ansonsten hat die bei mir nichts verloren. Andere Leute haben das halt wirklich generell, dass sie nur mit ihrem Freund schlafen können oder mit ihrer Freundin oder so. Das ist dann vollkommen normal. Dann gibt es sowas wie Gray Asexuality, also grau, diese Grauzone, wo du halt wirklich sehr lange keine Lust hast auf Sex, aber dann halt aus irgendeinem bestimmten Grund. Bei mir ist es zum Beispiel das erste Mal, ist, wenn ich eine Person sehr, sehr liebe, ist das erste Mal etwas Besonderes für mich. Dann habe ich auch irgendwo Lust so, aber sonst halt nie. Also so nach dem ersten Mal ist es halt so, we did it, boys! Mm. Was wollen wir noch mehr? Also und dann gibt's halt noch komplette Asexualität, dass man halt wirklich nie Interesse an Leuten verspürt. Es ist halt alles so in so ein Spektrum, da kann man halt nicht wirklich einteilen. Aber man ist als asexuelle Person nicht zwangsläufig komplett taub da unten oder so. Ja. Also man hat ja da Gefühl, man wird auch erregt, aber nicht von einer anderen Person. Also wenn ich jetzt einen Mann oder eine Frau nackt sehe, dann bin ich nicht erregt. Das verstehe ich auch nicht. Also das kann ich auch nicht relaten. Das hat mich schon immer, diese so Kalender oder so, mich schon immer vollkommen fasziniert, dass die Leute davon erregt sind. Für mich war es halt, für mich ist sowas Kunst so, ja. Aber ich kann mir jetzt darauf keinen runterholen. Dafür muss halt schon irgendwie Stimmung sein oder so. Aber ja, als asexuelle Person hast du halt ganz normal, weil du ja auch Hormone hast, bist du auch erregt und dann masturbierst du halt auch. Aber du vermeidest es, Sex zu haben, wenn es nicht gerade anders geht. Das klingt immer so, als würde man gezwungen werden. Aber es ist halt natürlich kein Zwang, sondern man macht es halt auch einfach ganz gerne für andere Leute. Also, wenn ich eine Person gerne mag, dann schenke ich ihr das sozusagen so, ne? Also nicht einfach nur mögen, sondern ich liebe die Person. Dann schenke ich ihr das so ein bisschen. Und nee, so das bedeutet auch nicht, dass die Leute schlecht... Ja, nicht gefallen tun. Das ist eher so ein... Man kann schon sagen, ein Akt der Liebe. Weil man würde das ja nicht für jemand anderen tun, den man nicht liebt. Oder halt nicht super, super toll findet. Das ist so faszinierend. Dann bist du nicht asexuell. Ich glaube, du weißt nicht, was ich bin oder was ich bin. Wow. Also. Ja, aber okay. Also alles, was du mir jetzt hier gesagt hast. Twitch-Chat hat mich gerade analysiert. Ja, dann bist du nicht asexuell, Mauki. Wow. Mm. Die Frage, also, was?
Ich wollte nur gerade dazu sagen, also die Sache ist, Asexualität ist halt nichts, womit man sich schmücken kann. Ja. Deswegen das von sich zu behaupten, vor allen Dingen im Internet als Influencer, bringt einem halt nicht so viel. Bringt einem gar nichts. Wofür auch, weiß ich nicht. Also wenn du halt sagst, ich mag Sex und so weiter, dann ist das tatsächlich eine bessere Sache als Influencer, als wenn du sagst, ich bin asexuell. Ja, voll. Deswegen, ja. Haben Menschen, die asexuell sind, einen Kinderwunsch? Ich glaube, das hat damit nichts zu tun, oder? Gar nichts damit zu tun. Also ich habe zum Beispiel jetzt keinen Kinderwunsch, aber ich kenne, ich habe, glaube ich, auch im Chat manchmal ein Paar, das, wo der Mann asexuell ist und die haben Kinder. Naja, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt an Kinder denke, dann habe ich jetzt nicht im Kopf, boah, geil bumsen. Ich meine, klar, das gehört dazu, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, weiß ich nicht. Ja, genau. Also Asexualität ist halt so ein breites Feld. Ja. Wenn jemand sagt, ich bin asexuell, dann heißt das nicht, dass diese Person halt nie Sex hat oder auch gar keinen Sex will. Es kann auch einfach sein, dass diese Person halt trotzdem Sex hat. Oder viel Sex hat sogar. Es gibt Pornodarstellerinnen, die sind asexuell. Die machen einfach. Das ist halt ihr Job. Ja, genau. Das ist halt ihr Job. Die können das sehr, sehr easy betrachten. Aber ist das dann in der Beziehung nicht sehr schwer, wenn der Partner bemerkt, dass es einem nicht richtig Spaß macht? Ja, ist leider auch nicht nur in der Beziehung so. Also es gibt auch außerhalb der Beziehung, wenn du Single bist, dann bist du, das klingt jetzt so hart, aber wenn du Single bist und auf Partnersuche bist, bist du meistens die zweite Wahl. Ja. Vielleicht auch sogar die sechste Wahl. Also wie oft ich halt schon zum Beispiel abserviert wurde, weil ich halt nicht dieselben sexuellen Verlangen habe wie jetzt eine normale Person, kannst du dir nicht ausmalen. Also das ist so, ich könnte halt nicht mit meinen beiden Händen jetzt gerade die ganzen Male praktisch aufzählen. Aber ja. Ist wahrscheinlich dann halt auch wirklich so, wenn du, hast ja schon mal erzählt, wenn man dann ein Date hat, direkt Bescheid sagen, dass man asexuell ist? Oder nicht? Ja. Habe ich direkt, bei einem Date habe ich es direkt gemacht. Ja. Und die Person meinte, boah, das ist aber voll langweilig, oder nicht? Und ich war so, ja. Bye. Ja, wir haben uns dann noch zweimal getroffen. Ja. Und dann ging mir so der Saft aus und ich, das war's dann. erstens das Bescheid sagen, offen drüber reden und vor allen Dingen klar machen, dass wenn man mit einer Person halt gerne ins Bett geht, also wenn man die Person mag und halt mit ihr ins Bett geht, dass das nicht irgendwie an Vergewaltigung oder sowas angrenzt, weil man es gerne mitmacht. Man macht das nicht gegen seinen Willen, sondern man möchte das. Ja. Und das ist sehr, sehr wichtig, damit das vor allen Dingen in den Köpfen von Männern klar ist, dass sie trotzdem natürlich vollkommen im grünen Bereich sind, wenn man sagt ja. Ja. Aber ja, es ist in Beziehungen auch ein bisschen schwierig. Dafür gibt es dann halt aber auch Beziehungen, wo man sagt, okay, ist eine offene Beziehung, wenn du Lust hast, mit jemand anderem zu schlafen, dann tu das. Hauptsache, wir bleiben so zusammen und lieben uns halt. Ja. Oder halt nicht. Ich habe zum Beispiel auch ein Pärchen im Chat gehabt, die gesagt hatten, ich will unbedingt Sex, er will unbedingt keinen Sex und wir sind trotzdem seit Jahren zusammen. Und dann... ohne, dass jemand freigeht. Wie? Also, da wird auch nirgendwo Sex woanders geholt? Nö. Das ist krass. Das ist krass, oder? Das ist richtig krass. Ich meine, Sex ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste. Da war ich früher mal der Überzeugung von Sex. Aber mittlerweile ist so, es ist schon, also für mich persönlich ist es wichtig. Aber das ist halt krass, so mit
so mit jemandem zusammen zu sein, der sagt, nee, ich will gar keinen Sex und so, und dann komplett zu sagen, ja, okay, dann habe ich halt auch keinen Sex mehr. Das könnte... Schwierig. Schwierig. Wäre es für dich okay, wenn dein Partner, mit dem du keinen Sex hast, trotzdem Sex mit anderen Frauen hätte? Ja, wäre jetzt für mich nicht dramatisch, solange ich halt nicht jedes Mal die komplette Ausführung davon zugeschickt bekomme per Kassette. Und halt nicht und es halt nicht irgendwie jetzt so alle zwei Tage ist, so, weißt du? Das wäre jetzt vielleicht etwas krass, wenn man so. Mhm. Es gibt halt für alles irgendwo Grenzen. Und in so einer, vor allen Dingen in offenen Beziehungen oder in polyamoren Beziehungen ist es halt vor allen Dingen extrem wichtig, auf Kommunikation zu achten und extrem wichtig darauf zu achten, dass man die andere Person mit Respekt behandelt, sodass sie nicht eifersüchtig wird. Weil eifersüchtig werden alle. Auch in der Poly-Beziehung? Halt, ja, natürlich. Eifersucht ist ganz normal. Auch Neid? Ganz normal. Wir sind ja alle Menschen. Das frage ich mich halt immer, wenn ich mir vorstelle, noch eine, da brennt's halt bei mir schon, weißt du? Oh mein Gott, also schon allein die Vorstellung. Die Vorstellung, okay. Wenn ich jetzt wüsste, doch würde sagen, ja, also die Mauki, ne? Also aha. Die ist ja schon, also ich empfinde ja schon, da würde ich so eskalieren und mein... Ich bin gesund eifersüchtig. So, ja. Ich kann machen, was er will, aber ich bin dann zum Beispiel so dieses, ja, kannst du jetzt auch mal wieder ein bisschen mit mir was machen? So, wenn zum Beispiel, oh. Wenn jetzt mit mir irgendwie, keine Ahnung, so, aber es ist jetzt nicht so, wo ich sage, so, boah, kein Kontakt zu irgendwelchen Frauen oder boah, nee, mach nicht das mit der allein, das ist mir egal. Also diese Vorstellung, so, dass halt so, ja, yeah, also da ist noch jemand. Boah, Junge. Ich kann mir das gut vorstellen. Also ich hatte das mal, dass mir die Sicherungen durchgebrannt sind, yeah. weil ich einen Freund hatte und der sich fremd verliebt hat. Und zu dem Zeitpunkt war ich mit mir selbst nicht im Reinen und auch nicht gefestigt in meinen Gefühlen so. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es war für mich halt so ein harter Schlag, dass mir absolut alle Sicherungen durchgebrannt sind. Und es war eine der schlimmsten Gefühle, die ich je in meinem Leben hatte. Ich wurde aber auch zu dem Zeitpunkt einfach verlassen. Das muss ich dazu sagen. Ja. Also ich wurde einfach gedroppt. Und es wurde zur nächsten gegangen, so, ne? Ja. Und das waren, glaube ich, zwei Punkte. Ich glaube auch irgendwo, dass das passiert ist und dass ich einfach gedroppt wurde, für mich ein ganz großer Punkt war, der mir ein bisschen geholfen hat. Also ich sage jetzt nicht, dass man das braucht oder so, sondern er hat mir irgendwo geholfen zu sehen, dass ich finde halt trotzdem Liebe. Und das war irgendwie so ein gutes Gefühl im Nachhinein, weil man halt gesehen hat, Liebe ist nicht davon abhängig, dass es halt nur diese eine einzige Person gibt, sondern Liebe ist halt davon abhängig, wie respektvoll jemand mit dir umgeht auch. Und wenn halt jemand nicht respektvoll mit sowas umgeht, also wenn Toro jetzt zu dir kommt und sagt, hey, ich habe mich jetzt irgendwie in Mauki verliebt, aber halt trotzdem alles daran tut, um dich glücklich zu machen und so weiter und halt nicht irgendwie forciert, dass wir irgendwas anfangen oder so, dann ist das halt Respekt. Aber wenn du halt gedroppt wirst, dann ist das halt kein Respekt mehr. Und das war halt für mich der Punkt, wenn jemand so respektvoll mit mir ist, dass wenn er sich trotzdem noch in eine andere Person verliebt, trotzdem alles daran tut, mich glücklich zu machen, mich zu supporten und etc. etc., dann ist das halt so die Liebe, für die es sich lohnt zu kämpfen und nicht dieses und die nächste. Ja. So. Und das war so dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, und irgendwie war so seitdem so die Eifersucht bei mir puff. Du halt weil, ja. Es ist so schwierig zu erklären, weißt du? Auch sowas wie,
Also ich bin zum Beispiel auch sehr häufig eifersüchtig, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Zum Beispiel, wenn ich, ich sage Leuten auch ganz offen, wenn ich halt sie sehr gut mag und wenn ich sie zum Beispiel auch liebe, das sage ich denen ganz häufig, weil ich finde, es ist immer gut, wenn die Leute wissen, woran sie sind. Und zum Beispiel bin ich dann halt auch manchmal oft eifersüchtig gewesen auf, wenn meine Freundinnen mit einer anderen Person rumgehangen haben, sowas wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn sie eine andere Frau vor mir super in den Himmel gelobt haben, ja, und ich war so, ich würde aber gerne, dass du das über mich sagst, so. Ne, also wenn, oder halt so, wenn Bilder gepostet sind, wo dann zum Beispiel, so also zum Beispiel auch manchmal so, einfach nur, wenn du mit Sonja irgendein Bild postest, dann ist das für mich immer so, ich will das so. Echt? Ja. Ich will das sein, nicht Sonja. Und das ist einfach so, ich finde, bei Eifersucht muss man sich einfach extrem klar werden, dass das eine ganz normale, ein ganz, ganz normales Gefühl ist, das einfach jeder hat. Und dass man halt auch offen mit sowas umgehen muss. Ja, voll. Und vor allen Dingen, dass man immer daran arbeiten muss. Ja. Sehr stark daran arbeiten muss. Gerade wenn du das nicht kommunizierst. Ja, gerade wenn du das halt nicht kommunizierst. Kommunizieren ist so das Wichtigste. Wenn du so in diesem Gefühl so für dich selbst so, Es brennt so im Magen und ja. Ja, ich genau. Ich hatte das auch sehr, sehr lang so. Also ich habe schon gedacht, dass ich krankhaft eifersüchtig bin mal. Aber das, ja, also ich sag mal, ich weiß nicht, es hat ja immer irgendwie so eine Begründung gehabt. So bei mir war das damals auch mit einem Partner, da habe ich ja dann auch rausgefunden, dass mein Ex-Partner damals, ich nenne es keinen Namen, ich habe einige gehabt. Was heißt einige? Ich hatte ein paar. Also, nein, ich hatte nicht so viel. Auf jeden Fall, wenn du dann halt rausfindest, dass zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, wird fremd irgendwie, was heißt fremd schreiben, halt mit einem anderen Mädel schreiben oder so, wo halt so Sachen sind, wo du denkst, okay, krass, sowas schreibt man doch nicht, wenn man mit jemandem zusammen ist oder so. Und dann ist halt, ja, ist schwierig. Und dann wächst dann natürlich die Eifersucht und natürlich auch dieses, wie soll ich beschreiben, dieses Verlangen halt auch alles rauszufinden. Und dann bist du richtig im Detektivmodus und du bist richtig auf Kriegsfuß. Und ja, und alles. Und du guckst und jeder kleine Hinweis auf irgendwas gibt dir dieses brennende Magen. Und du könntest Eifersucht ist so böse. Ja, Eifersucht ist eine der schlimmsten Emotionen. Also, hat nichts gegen, also, das ist für mich ganz viele Stufen unter Eifersucht sogar. Weil Eifersucht dich zu Dingen treibt, wofür du dich am Ende sogar noch extrem schämst. Das natürlich auch. Aber Eifersucht ist krassester Antrieb, oder? Also, du handelst halt ohne nachzudenken. Du haust einfach raus, das ist so heavy. Ja, aber ich finde, das ist zum Beispiel dann auch der große Punkt, wo Eifersucht wird ganz häufig nicht einfach nur von dir erzeugt. Klar, es ist auch einfach manchmal einfach dein Problem so. Aber wenn du mit in einer Beziehung bist, wo der Partner einfach nicht respektvoll gegenüber dir ist und deine Grenzen schätzt, wenn er weiß, okay, du hast jetzt ein Problem damit, dass er Frauen auf Instagram liked, okay? Das ist jetzt kein Drama. Das ist jetzt kein Drama, wo er sagen muss, meine Freiheit wird angeschränkt. Ja. Sondern es ist einfach nur, manchmal muss man ein paar Sachen von sich aufgeben, damit eine Beziehung so funktioniert, dass beide Seiten gesund und glücklich sind. Ja. Und wenn... Es gibt ja auch manchmal Leute, die mögen es, Eifersucht zu erzeugen bei ihrem Partner. Und das finde ich krankhaft. Es ist dann auch in gewisser Maße, also sowas für mich, es war wirklich wie so eine Sucht. Du hast dann irgendwann immer so, du hast immer so richtig forciert, irgendwas rauszufinden oder so, weil du dieses Gefühl halt, du brauchtest dieses Gefühl, so war das bei mir, das war schon sehr, sehr heavy. Aber das waren halt so ganz viele Aktionen, die mich halt dann dazu gebracht haben, dass ich halt auf diesem Status halt war. Und das war halt super schwer, auch da überhaupt wegzukommen.
Deswegen, also ich denke, du hast auch da in die Richtung so viel durchgemacht, dass du das im Moment auch einfach nicht könntest. Also selbst wenn du das so versuchen würdest, wie nur geht, könntest du es jetzt nicht forcieren, nicht eifersüchtig zu werden, wenn dein Partner... Aber das ist einfach, weil es dir halt von anderen Leuten so eingetrichtert wurde, ne? Also ja. du bist einfach auch irgendwo traumatisiert. Und das ist ja vollkommen verständlich. In so einer komplett gesunden Beziehung, wo beide Personen komplett gefestigt sind, auch in ihren Gefühlen. Und die ist vielleicht schon etwas älter, sagen wir mal, 3 Jahre ist die Beziehung schon da. Und wenn da alle beide Personen sehr respektvoll damit umgehen, dass sie halt sagen, okay, da gibt es zwar eine Person, aber ich werde mich jetzt nicht regelmäßig zu freundschaftlichen Dingen oder so treffen. Ja. Oder ich werde... also jeder hat so seine Regeln, die er in solchen Beziehungen aufstellt. Und wenn das dann passt, dann kann man da einigermaßen eifersuchtsfrei durchkommen. Dann wird das irgendwann normal. Die ersten paar Mal ist komisch, aber irgendwann wird das normal. Und das finde ich halt, ist ein schönes Ziel, muss aber nicht für jeden sein. Ja. Finde, man kann auch die ganz normale Beziehung machen, die halt so jeder kennt. Funktioniert ja. Deswegen ist Kommunikation das A und O. Ja, Communication is key. Wirklich, das ist so krass. Das habe ich aber auch erst in den letzten Jahren gelernt. Egal was ich mache, ich versuche so ehrlich wie möglich zu sein. Same. Aber ich habe tatsächlich so diese eine Sache, die ich nicht kann, und das ist Leuten zu sagen, wenn sie mich verletzt haben. Okay. Kann ich nicht. Ist das bei dir dann eher so ein, okay, ich will, dass er es selber rausfindet oder sie? Nee, gar nicht. Also du lässt es dir auch gar nicht anmerken? Nee. Also zum Beispiel so bei Freunden sag ich dann nicht, du, das hätte mich verletzt, als du das und das gemacht hast. Ja. Weil ich Angst habe, dass wenn ich denen das sage, dass sie dann verletzt sind. Total bescheuert. Aber ich habe Angst, denen vor den Kopf zu stoßen, dass sie sich schlecht fühlen. Kennst du das, wenn dir jemand sagt, hey, du hast Scheiße gebaut, und du fühlst dich instant so mies? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Und das ist für mich immer so ein Ding, wo ich sage, ich will keine Schuldgefühle machen, so, und dann versuche ich das immer für mich selber irgendwie auszuarbeiten, aber mir geht's halt immer schlecht damit. Hab ich dich schon mal verletzt? Einmal! Was? Wirklich? Okay, einmal? Was? Okay, sag's mir! Nein, kann ich nicht sagen. Ist es, weil du sagen, weil du mir kein schlechtes Gewissen machen willst, oder weil das nicht für die Öffentlichkeit ist? Beides! Okay, ich will das heute noch wissen! Und du machst mir damit... Nein, wirklich, ich will das wissen! Alle sagen immer, sie wollen die volle Ehrlichkeit haben. Ja. Alle sagen das. Aber wenn du es denen dann sagst, sind sie so, aber das war nicht so gemeint, aber das fand ich jetzt scheiße, dass du mir das gesagt hast, etc. Und deswegen habe ich mittlerweile aufgehört, Leute, das zu sagen. Was habe ich denn gemacht? Stop it! Was habe ich gemacht? Habe ich was Verletzendes gesagt oder gemacht? Oh mein Gott, es war nicht schlimm. Alles gut. Ich will es aber wissen. Ist das so, dass du Angst vor der Reaktion hast? Nicht vor der Reaktion, sondern vor den Gefühlen, die Person haben wird, weißt du? Ich habe das zum Beispiel auch mit Anni, dass wenn... Sie sagt mir halt immer instant, wenn ich Scheiße gebaut habe. Instant. Krass. Und ich finde das total toll. Ich liebe das, dass sie mir das sagt, weil dann kann ich mich halt dementsprechend ändern und Dinge besser machen. Aber ich gebe ihr halt diesen Benefit nie zurück, weil ich ihr nie sage, das hast du scheiße gemacht. Und das ist halt super schwierig. Aber das kann ich auch nicht. So dieses, ja, das war scheiße ja von dir. Eigentlich, ne? Ja, ja. Das kann ich auch nicht. Habe ich dich schon mal verletzt? Vielleicht einmal. Ich kann nicht mehr schlafen. Okay, wir müssen uns nachher sagen, was es war, okay? Bitte.
Aber es ist doch auch wichtig zu wissen, wenn man jemanden verletzt hat, damit man zukünftig darauf achten ja, kann. Eigentlich ja, natürlich. Schon. Es ist halt total dumm, man behält die Sachen immer so in sich. Ja. Und meistens macht man sie auch in sich viel größer, als sie sind. Weil in deinem Kopf ist immer alles größer, als wenn du das raussagst. Ja. Ne? Und die andere Person denkt sich so, okay, kein Problem. Ja, tut mir leid, mach das nicht mehr. Ist das etwas, was du mir öffentlich nicht sagen kannst? Ja. Mauki, wir müssen nachher mal reden. Oh mein Gott, jetzt geht's mir richtig mies. Es ist so schrecklich, ey. Wild. Und das ist bei mir halt nicht nur bei Freundschaften so, sondern auch, wenn ich irgendwo hingehe. Sagen wir mal, ich gehe in... Bestes Beispiel. Ich war letztens bei einer Massage und die Frau sagt zu mir, leg dich hin und zieh dich aus, leg dich hin. Nee, nicht solche Massage. ich komme gleich wieder. Ich zieh mich aus, leg mich hin. Sehe, dass die Fenster nicht alle zu sind. Also die Jalousien. Und das war mir schon unangenehm, aber ich habe halt nichts gesagt, weil ich, ne, also, und dann habe ich mich hingelegt und dann hat sie mir aber keine Decke gegeben. Und es war 90 Minuten lang kalt. Mir war 90 Minuten lang kalt. Und dann habe ich mich hingelegt und es war keine Massageliege, sondern es war ein Bett. Also so ein indisches Bett oder Thai-Bett oder so. Und ich konnte nicht richtig atmen. Das heißt, ich musste die ganze 90 Minuten lang. Du bist so doof. Und ich habe nichts gesagt, weil ich war so die ganze Zeit, ja, aber die Frau, die fühlt sich dann bestimmt schlecht, weil ja, sie kann es ja nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Und deswegen habe ich einfach dann voll verschissen. Ich hatte nichts, gar nichts von dieser Massage. Und deswegen, meine lieben Kinder, seid nicht wie Mauki. Sagt, wenn euch etwas stört. Bitte. Es stört mich, dass du nicht Es stört mich, dass du nicht sagst, was dich stört. Soll ich es dir schreiben? Ja, mach mal. Okay. Hey, du musst es mir auch schreiben. Ich bin jetzt sehr gespannt. Das ist ja voll aufregend zu wissen, was man, wie man den anderen verletzt hat. Ohne Scheiß, ich fühle mich gerade auch richtig. Okay. Ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll. Wie genau fühlt man, also wie genau führt man sowas an? Naja, du schreibst jetzt einfach, was dich verletzt hat. Die Situation beschreiben, was ich gemacht habe und wie du dich dabei gefühlt hast. Okay. Mhm. Okay, sehr warte, geehrte Frau Jen. Also, das war so. Also, das war so. Mach doch Sprachnachricht. Super Idee, Leute. Haben wir hier Lippenleser unter uns? Stille. Wenn ich das so schreibe, fühlt sich das so dumm an. Bei mir auch! Das kann ich doch nicht abschicken! Doch, ich schick das jetzt ab. Okay, schick ab, dann schicke ich auch ab. Okay, warte. Ah!
Okay, okay. Drei, zwei, eins. Los. Okay. Verstanden. Okay, alles klar. Hey, Nick, du bist ja hier. Lady, du bist nicht hier. Schön. Nun macht ihr es beim anderen nie wieder und seid euch damit näher gekommen. Ehrlichkeit ist toll. Ja. Ja. Und jetzt entschuldigt euch. Bianca, es tut mir leid. Muss schön. Toro jetzt wieder zurück nach Irland? Ja. Funny, ey. Das sind so Sachen, das hätte ich jetzt auch niemals nicht gemacht. Ich ohne Scheiß. Wobei ich das von dir sehr glücklich bin, dass du mir das gesagt hast. Richtig glücklich. Echt? Ja, weil das sind so Dinge, die kann man easy peasy ändern. Ja, ich. Sie ja hat gesagt, dass mein Anus immer stinkt. Wie fühlt ihr euch jetzt? Ja, es ist ein bisschen, ja, es ist schon so. Mhm. Aber es fühlt sich schlecht an zu wissen, dass man Dinge falsch gemacht hat. Ja. Voll, ja. Ohne Scheiß! Sag mir nie wieder, wenn ich dich verletzt hab! Ohne Scheiß, du auch nicht! Bald einfach für dich, verdammte Scheiße! Nein. Wird man sich jetzt entfolgen? Nein. Oh mein Gott. Ja, direkt jetzt VOD löschen. Also besonders bei mir ist es halt so, ich hab halt manchmal keine Ahnung, wie man mit Menschen umgeht. So gar keine Ahnung, ne? Ich bin ja die meiste Zeit komplett alleine so auf dem Land, in meinem Wald und hab halt nichts zu tun mit Menschen. Niemals. Oh. Und wenn ich dann zwischendurch mich mit Menschen treffe, habe ich immer das Gefühl, ich mache alles falsch, aber gleichzeitig versuche ich halt so sehr ich zu sein, wie nur geht. Und dann verrennt man sich irgendwie. Menschen sind schon kompliziert. Ohne Scheiß, ja. Ohne Scheiß. Oh. Könnt ihr aufhören, so sympathisch zu sein? Ich komme aus dem Dauergrinsen nicht mehr raus. Es tut mir leid. Ich kenne da eine gute Massage für die Wangen. Einfach so machen. Und hier. Dann tun sie irgendwann nicht mehr weh. Oh. Was hinderte dich davor, vor der Pandemie unter Menschen zu gehen? Ich habe ein ganz großes Problem mit Gefühlen. Also nicht meine Gefühle, sondern fremde Gefühle. Merkt man kaum. dass ich einfach Angst habe, Menschen zu verletzen mit meiner Art. Weil ich bin halt sehr, sehr, sehr durchgeknallt, aber gleichzeitig auch irgendwie so. So, ja, weiß ich nicht. Jen kennt das ja von mir. Naja, wenn du bist, anfangs bist du halt eigentlich calm, aber wenn du dann merkst, okay, die Person ist cool, dann gehst du halt volles Vorfu. Da gibt's keinen Stopp mehr. Ja, und das ist halt auch bei mir so mit, also, was halt. So Sprüche knallen oder halt irgendwie so Berührungen und so weiter, das ist für mich halt komplett normal. Also für mich ist es normal, eine Person zu berühren, die ich mag. Und das finden ganz viele Leute halt ganz, ganz weird. Und ich trete sehr oft in Fettnäpfchen, weil ich manchmal nicht weiß, was ich sagen soll. Und dann kommen da so Dinge raus, wo du Leute drauf ansprichst, öffentlich, ob sie ihren Genitalherpes schon auskuriert haben. Und das ist halt Dinge, die Leute einfach, oder in den Finger beißt. Du beißt einfach einem Typen
Ja, aber fühle ich. Also es ist so einfach so. Ja, aber auch halt ohne darauf so, okay, eigentlich ist das weird, aber für dich ist es halt so. Jo. Ja. Ja. Für mich ist es zum Beispiel, ich bin so mit meinem, also für mich sind Körper zum Beispiel nur Körper. Ja. Und wenn ich eine Person mag, will ich halt bei ihr sein. Und dann steht da sowas wie, ich bin auch sehr touchig, damit können nicht alle. Und dann denkt man sich aber gleichzeitig, wir mögen es ja im Gegenzug auch nicht, wenn jemand einfach fremd ist und touchy ist. Und für mich diesen Zwischenpunkt zu finden, touchy zu sein, aber gleichzeitig nicht touchy zu sein, ist für mich fast unmöglich. Und nach jedem Mal, wenn ich mich mit Leuten treffe, liege ich im Bett und frage mich, was habe ich heute alles falsch gemacht? Und was könnte eine Person alles heute scheiße gefunden haben? Deswegen gehe ich nicht unter Leute, auch vor der Pandemie nicht. Deswegen war es so komisch, dass ich mich mit Toro und Jen direkt gut verstanden habe. Aber gekuschelt. Kuscheln. Wurde Jen schon gebissen? Ja. Bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, schon ist normal. Also. Ja, also. Mein Tanzbereich, dein Tanzbereich. Ja, ja, genau. Und ich kann diesen Tanzbereich manchmal einfach nicht einschätzen. Oder der Sessel-Fail in Irland. Du fällst halt auch einfach runter! Dinge passieren? Warum? Da war kein Platz! Ja, aber warum fällst du runter und weißt nicht und merkst nicht, dass da kein Platz ist? Warum trete ich die ganze Zeit in Hundehaufen und falle auf der Straße um? Ja. Ja. Heute ist Suki was passiert, das hätte dir auch passieren können. Hast du es mitbekommen? Suki ist heute im Stream, musste dann ins Krankenhaus. Ja. Ja, das hätte dir auch passiert. Das wärst eigentlich du. True. Actually einfach, true. Also für alle Unwissenden, Suki hat heute ihr super Mario Kart Spiel gesucht und hat dabei im Schrank gesucht und hat einen Q-Tip gefunden, Wattestäbchen, und dachte sich, ey, den stecke ich mir mal ins Ohr, könnte ganz entspannt sein, nebenbei sich die Ohren sauber zu machen. Steckt das Ding ins Ohr und dann rammt sie irgendwo gegen und das Q-Tip-Ding richtig volle Kanne rein und Blut. Blut? Ja. Den Blutpart, von dem habe ich noch nichts gehört. Ja, doch. Also, ja. Geht's dir gut? Ja, die war im Krankenhaus, jetzt Salbe oder sowas, Tropfen bekommen und jetzt alles wieder gut. Mein Gott. Ich meine, ich kenne das Gefühl, ja, ich mache auch gern ich mache meine Ohren auch mit Wattestäbchen sauber, nach dem Duschen und so, und dann geil. Machst du nicht? Oh, das ist so schön. So, oh. Warum nicht? Die Vorstellung ist, oh, meine Zähne fangen an zu weh zu tun, wenn du das sagst. Was? Hast du noch nie gemacht? Nikola, was hast du denn? Und das ist so ein, wenn du diesen Wattestäbchen in dein Ohr reinmachst und dann so links, rechts. Und das ist so entspannend. Ich hab das noch nie gemacht. Mach mal. Kennst du? Boah, ich krieg schon wieder. Es gab letztens einen Clip bei Twitch Clips, wo Eva sich Taschentuch in den Mund gesteckt hat. Ja. Hast du das gesehen? Nee. Was ist dann passiert? Nichts, aber allein die Vorstellung, sich Stoff oder sie macht das no. No. Wenn ich das jetzt nehme. Tu's nicht an die Zähne da. Oh. Hä? Oh, sie hat's immer noch. Oh no. Oh. Attacke! Du hast es immer noch im Mund, ich sehe es ganz genau. Das ist doch so ekelhaft an den Zähnen, oder nicht? Guck mal. Beim Zahnarzt bist und die machen dir was sauber und dann gehen die so an die Zähne mit dem Stoff oder so. Heute krieg ich eine Nachricht von Mauki. Janice hat mich heute verletzt, als er mit dem Taschentuch über deine Zähne gegangen ist.
wie lustig wäre das denn? Hey, das finde ich wirklich. Das findest du wirklich schlimm? Krass. Ich finde zum Beispiel an so Tafeln so. Oh, das ist. Habe ich eine Tafel? Das ist ekelhaft. Ich habe keine Tafel. Gott sei Dank. Ich kenne das früher, wenn ich die Tafel in der Schule sauber gemacht habe. Oh, und dann bin ich mit meinen Fingern so. Oh, Scheiß. Das ist für mich zum Beispiel überhaupt nicht schlimm. Da war ich zum Beispiel das Arschloch, das es gemacht hat. Aber so Stoff an Zähne, zum Beispiel ist es die beste Möglichkeit, sich vor meinen Bissen zu schützen, wenn man einen Pulli trägt. Oder Handschuhe. Das muss für alle öffentlich gemacht werden. Kannst du an Paul so schicken. Paul, ja, mach ich. Zieh das nächste Mal Handschuhe und Pullover an. Dann, ja, ganz viel Stoff. Ganz viel Stoff. Nee, aber das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen. Macht mir nichts. Was ich geil finde, ist, wenn man Zahnstein entfernt. Unten dieses Zahnstein und wenn die dann mit diesem und das tut halt weh, aber irgendwie ist es so ein geiler Schmerz. Das ist voll angenehm. Geht's dir gut? Ja, aber das ist doch voll... irgendwas reden. Nee, das ist voll der angenehme Schmerz. Das zieht doch voll auf die Wurzel. Da vibriert doch der ganze Zahn. Ja, aber irgendwie ist das... Zahnstein-Kink. Ja, irgendwie. Guck mal, oben gefühle ich. Ja, da habe ich jemanden. Guck mal. Nee, wirklich, das ist also nicht geil im erregenden Sinn, aber ich meine wirklich, das ist so ein benebelnder Schmerz. Wie Zahnstein-Domina. Weirder Real Talk. Also, ich weiß es nicht, aber Styropor, was hat denn Styropor mit eklig zu tun? Gibt's da Leute, die haben Probleme mit Styropor? Paul, nächstes Treffen im Morphsuit. Endgegner ist Alufolie. Hä? Was? Das finde ich gar nicht. Oder ja, Styropor aneinander reiben, das quietscht halt. Alufolie ist scheinbar für manche Leute schlimm, wenn du auf Alufolie kaust, wenn du zum Beispiel einen Döner reinbeißt oder so. Und dann ist dieses Gefühl von dem Alufolie auf Zahn. Das habe ich noch nie. Ist das unangenehm? Ich habe es mal gemacht, ich finde es jetzt nicht schlimm. Gabel und Messer auf Teller? Ihr findet mich komisch, Leute? Was ist mit euch? Was, Gabel und Messer auf Teller? Hä? Wenn du mit so diese Schneidgeräusche machst. Ach so, wenn das so quietscht. Nasses Holz trocken reiben. Ich glaube, wir sind alle komplett durch. Wir haben alle unsere weirden... weirden Sachen. Ohne Scheiß. Ich hab damit nicht so große Probleme. Nur Stoff an Zähnen macht mich kirre. Auch so Pulli und sowas? Ich ja, jetzt, alles. Wenn ich jetzt das hier machen würde? Krass. Rollt ihr da nicht irgendwie... Also, mir rollen sich die Zähne... Das ist für mich einfach richtig schlimm. Weiß ich nicht, warum. Wenn du zum Beispiel dein Gesicht abtrocknest und aus Versehen rollt sich... Da rollt sich deine Lippe runter und du trocknest mit deinem Handtuch deinen Zahn ab. Das ist nicht schlimm. Gut, ich weiß jetzt, wie ich dich bestrafen kann. You wouldn't! Mit Stoff. Mit Stoff klingt gut. Zähne knirschen, ja, ist auch eklig. Zähne knirschen finde ich jetzt nicht so schlimm. Macht Toro, wenn er schläft manchmal. Ernsthaft? Ja. Gib dem Mann eine Beißschiene, sonst verliert er noch seine Zähne. Ich mach das tatsächlich auch. Ganz doll. Manchmal wache ich morgens auf und dann tun meine Zähne richtig weh. Bei mir ist es mittlerweile so schlimm, dass ich mir Botox in die Wangen spritzen muss. Krass. Es ist richtig wack. Also
Du spritzt dann hier in diesen Masseter so Botox rein. Ja. Und dann schwächt dieser Muskel sehr stark ab. Ja. Und dann hast du nicht die ganze Zeit diese Schmerzen, weil auch wenn ich jetzt mit dir rede, habe ich die ganze Zeit Wangenschmerzen. Was? Ja, die ganze Zeit. Also immer wenn ich streame, habe ich die ganze Zeit Wangenschmerzen. Und dann schwächt der Muskel ab und dann knirschst du nachts nicht und du hast nicht die ganze Zeit Schmerzen auf den Wangen. Okay, ich will dir nur sagen, dass wahrscheinlich all deine Zuschauer jetzt immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn du streamst. Weil sie wissen, du hast gerade Schmerzen. Nö, haben die nicht. Die haben nie mit mir schlechtes Gewissen. Ah! Wir lieben uns, aber auf eine Art und Weise, wo wir uns auch Schlamm catchen würden. Ach so, ich verstehe. Wir sind Sadisten. Und sie haben selber Schmerzen. Also wir gucken, wir sind so ein bisschen Supportgruppe. Ich habe Schmerzen, die haben Schmerzen. Okay. Hammer nicht, wir sind die Asozialen. Wir wissen, dass Mauki Schmerzen mag. Wir sehen dich gerne leiden. Herzlichen Glückwunsch, ich liebe meinen Chat. Aber ich liebe ihn wirklich, also. Ich würde es halt überhaupt nicht können, wenn man mich bemuttern würde oder so. Oder ja. So die ganze Zeit bemitleiden oder so. Kennst ja. Boah, das ist so. Boah, das arme Mädchen braucht jetzt hier irgendwie. Oh. Das habe ich schon genug, wenn ich sage, ich bin asexuell. Dann sagen alle so, es tut mir leid. Morgi, es tut mir leid, dass du asexuell bist. Also. Es tut mir auch leid. Es tut mir leid, dass du von Schwänzen abhängig bist und ich nicht. Ich ja irgendwie auch schon, weil das ist ja auch irgendwo mein Beruf. Ich glaube, ich bin bisexuell. Echt? Das habe ich schon öfter gesagt. Wenn ich mir vor. Also ich habe ja noch nie mit einer Frau geschlafen, aber ich kann es mir vorstellen. Ich könnte mir nie vorstellen, mit einer Frau zusammen zu sein, so kuscheln mit ihr und so, ist voll okay. Aber so dieses Beziehung, so weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen, eine Frau zu nehmen, mit einer Frau zu bumsen, safe. Weißt du, was das Witzige ist? Was denn? Ich habe das schon öfters gehört, tatsächlich mit diesem, ich kann mit einer Frau nicht zusammen sein. Aber ich könnte eine Frau bumsen. Ja. Die Personen sind alle danach in einer Beziehung mit einer Frau geendet. Ja. Sobald sie mit einer Frau gebumst haben? Nee, sobald sie die richtige Frau gefunden haben. Die halt zu ihnen gepasst hat. Ich habe das halt so häufig schon gehört von Leuten, die dachten, sie wären bisexuell oder sie wären pansexuell, aber nicht panromantisch oder biromantisch. Und das habe ich schon so oft gehört, aber ich fand es immer so süß, wenn die dann am Ende doch mit jemandem zusammengeblieben sind. So. Weil dann weißt du, das ist die richtige Person. Ja, aber ich weiß nicht. Man kann das auch nicht, nur weil das jetzt so gesagt wird, heißt das nicht, dass du mit einer Frau zusammen sein könntest oder so. Ja, das gibt's da immer noch. Ja, aber dieses, also das, was ich halt bei, das habe ich halt ausschließlich nur für Männer gehabt, also dieses typische Kribbeln im Bauch und immer da zu sein, so und dies, das und Liebe. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das bei einer Frau möglich sein könnte. Ich meine, ich wäre gern 24/7 bei dir zum Beispiel so. Und fühle mich total toll bei dir. Aber so dieses In-Love-Ding so richtig verliebt, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich könnte mir vorstellen, mit dir zu schlafen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, mit dir so, weiß ich nicht, nee. Kann ich mir aber auch mit den wenigsten vorstellen, mit Leuten zusammen zu sein. Wirklich mit, also... Weil ich finde, ganz viele Dinge so richtig mit denen zusammenzuleben und so weiter, das ist immer so eine Übungssache irgendwie. Mm-mm. Verstehst du, was ich meine? So, also bei den, mit den wenigsten Leuten kann ich sagen, okay, mit denen könnte ich zusammenleben und happy sein. Ja. Weil es ist halt über das erste, über, man muss halt auch irgendwie so über die ersten Tage hinweg schauen, dass man irgendwie so zusammenpasst. Ja. Und da, das spielt für mich halt auch sehr, sehr wichtig, also sehr viel mit rein in dieses, man kann zusammenbleiben. Aber ja, ich meine, ne, deswegen ist ja Sexualität und Romantik auch getrennt, dass du sagen kannst, okay, ich kann es mir nicht vorstellen, jemanden, eine Freundin zu lieben, aber ich kann mir vorstellen, sie zu bumsen. Das wäre halt, das ist halt vollkommen fein immer noch. Ja. Ich finde das halt sehr witzig, weil ich das halt schon öfters gehört habe. Aber das war von Personen,
die auch wirklich schon in Frauen verliebt waren. Mhm. Die aber dann trotzdem gesagt haben, okay, ich könnte mir nicht vorstellen, mit einer Frau zusammenzuleben, aber ich war trotzdem schon mal verliebt. Also ist das bei dir dann wahrscheinlich eher nicht so. Nee. Aber schon krass. Schon krass, dass du dir das so vorstellen kannst, aber trotzdem... Ja, so. Das ist doch wieder so eine Sache, die kann ich ja nicht richtig verstehen, weißt du? Das ist, ja. Ich verstehe das auch nicht, aber ja. Ja, weil... Also es hat schon sexuelle Anziehungskraft auf dich? Ja. Wenn du eine Frau siehst, die du gut findest, ja? Nee. Also, nee, das ist ja wieder dieses Prinzip, so dieses, ich sehe eine nackte Frau oder einen nackten Mann und ich werde geil, das habe ich nicht. Nee. So, es ist halt, weiß ich nicht, es muss halt, also es ist nicht so, dass ich schon mal mega geil geworden bin bei einer Frau, das hatte ich nicht, aber ich kann mir trotzdem, ich kann es mir vorstellen. Ja. So. Ha. Ja, das ist für mich immer so, wenn da keine Liebe mit drin ist, warum funktioniert das? Naja, ich habe ja auch halt schon mit Männern geschlafen, ohne dass ich die geliebt habe. Das geht ja auch. Stimmt. Ja. Aber im Nachhinein war das so, dass du dich währenddessen nicht gut gefühlt hast oder hast du dich danach nicht gut gefühlt? Wie war nicht gut gefühlt? Weil du meintest ja, dass das nichts für dich war im Nachhinein. Es ist so, okay, es ist dabei, es ist so, ja, ist ganz geil. Muss ich jetzt aber nicht nochmal machen. So, ich finde das halt eher cooler, weil ich meine, es gibt ja natürlich auch die Sorte, die halt sagt, boah, geil, ganz viele Partnerwechsel und hier Sex, dort Sex. Aber ich finde es halt cool, wenn du halt einen Menschen hast, den du halt liebst und wo du halt das alles ausbauen kannst. Ja, also für mich war das halt immer so weird, weil, also, ich kenne halt viele Leute, die haben halt dieses Tinder-Game durch, ne? Das hatte ich auch gemacht. Krass! Ich war auch auf Tinder unterwegs. Oh. Vor 4 Jahren also, oder so hatte ich das, da war ich im Tinder-Game, Alter. Echt? Und? Ja, aber das war das effektiv, oder? Naja, also, was heißt effektiv? Wie viele Shinies hast du gefunden? Shinies? Da gab es sogar, du konntest sogar Geld bezahlen, dass du ein Super-Like da gelassen hast, dann wurdest du bei der Person ganz oben angezeigt. Das haben ganz viele Männer bei mir gemacht, die haben alle dieses Super-Like bei mir gemacht. Ich hatte aber sehr viele Frauen tatsächlich. Sehr viele Frauen haben mich auch geswiped. Da dachte ich so, na, aber da war ich so. Ich verstehen. Ja, wahrscheinlich. Ja, aber das war schon produktiv. Naja, es geht halt sehr schnell. Also Tinder, Lavoo ist halt sehr krass. Du schreibst ein bisschen und dann triffst dich und dann geht's los und dann war's das. Meistens haben dann die Männer noch geschrieben, wo ich dann die war, gesagt habe, nee, lass mir in Ruhe. Ja. Aber das ist dann wieder so ein Ding, wo ich dann wahrscheinlich zu viel Mitleid gehabt hätte. Echt? Ja, ich bin ganz schlecht im Abdingsen. Ganz, ganz schlecht. Das swipe Mauki alle einfach nach rechts. Ja, du bist zwar nicht mein Typ, aber ich nehme dich trotzdem. Ich habe sonst Mitleid. Wow. Ich habe halt keine Typen. Die sehen alle für mich gleich aus. Also es tut mir leid, Leute, ne? Chat, ich liebe euch, aber der Mensch sieht halt für mich immer gleich aus. So, was soll ich denn da sagen? Okay, die Person hat jetzt einen guten Buddy oder nicht. Tinder, ist halt Lavoo ist halt Mensch, eh, das ist alles so oberflächlich, so wirklich. Also sie siehst halt einfach nur ein Bild. Zwei, drei Bilder und das ist halt, weiß ich nicht. Deswegen, also ich kann schon unterscheiden zwischen konventioneller Attraktivität, sowas wie Bart, breites Kinn, breite Schultern. Ist natürlich hübsch. Ist natürlich schön anzusehen, ne? Aber am Ende, wie happy bist du, wenn du nach Aussehen gehst? Ich könnte das eh nicht so, dieses Geil. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Toro vor mir habe, da ist so, boah, die süße Bart, schön krauli und die Haare und hier so Igel und da kannst du ein bisschen wuscheln an die Haare und der kleine Kuschelbauch und das ist total toll. So, das ist so, boah, so, weißt du? Oh,
Oder wenn er dann so, wenn er so lächelt oder lacht, dann hat er ganz kleine Augen und so, das sind also diese. Ich höre dir immer zu, wenn du so süß bist. Und dann bin ich immer so, mehr davon! Ja. So bin ich halt. She's so in love. Ja, aber nicht so dieses, oh geil, Alter, dieser Sixpack, oh, mashallah, diese Oberarme. Mm. So nö. Mein Problem ist, ich habe das noch nie gehabt. Dieses Oberarme und Sixpacks und so. Deswegen weiß ich nicht, ob da vielleicht irgendwas dran ist, so, weißt du? Ja. Das ist ja wie, als würdest du noch nie Steak gehabt haben und sagen, boah, das ist nichts für mich, so. Ist das ein guter Vergleich, wenn ich jetzt Männer mit Steaks... Oh mein Gott, das habe ich nicht gesagt! Bitte nicht! Hast du gesagt? Nein, habe ich nicht. Das war so nicht gemeint. Das nehme ich als YouTube-Intro. Oh mein Gott. Das war so nicht gemeint. Es war einfach nur ein Vergleich. Ist es denn ein hübsches Steak? Heute Abend liege ich im Bett und bin so, diese Menschen haben mir zugeschaut. Was habe ich alles falsch gesagt? Nee, es ist halt einfach auch die Ausstrahlung. Also zum Beispiel, ich muss ehrlich sagen, für mich wäre ein Mann nix, der kein Selbstbewusstsein hat. So, er kann aussehen, wie er will, aber wenn er von sich selbst überzeugt ist und das halt auch ausstrahlt, voll cool. So, voll, ist voll mein Typ. So, ich habe halt keinen äußerlichen Typ, sondern einfach dieses, er ist von sich selbst überzeugt. Das reicht mir voll aus. Und das bei macht, Frauen? Same. So, das macht für mich, das ist halt so diese Ausstrahlung. Mhm. So, wenn du eine Frau siehst, die einfach mit dieser Ausstrahlung langläuft, so dieses, ich finde, eine Frau strahlt halt aus, wenn sie selbstbewusst ist. Aber so okay, dieses. Und sollte sie lila Haare haben oder? Ja, so lila Silber ist schon. Nee, aber ich verstehe, was du meinst. So dieses Selbstbewusstsein, dieses. Das kann man kaum erklären, aber dieses. Ich weiß, was ich will. Ja. Und du bist, was ich will. Ja. Ah. Nee, aber das. Ich glaube, kein Selbstbewusstsein würde mich. Oder wenigstens Gefühl für sich selbst, so, ne? Weil, wenn du halt wenigstens weißt, so, wer bist du, was willst du. Du musst ja nicht selbstbewusst auftreten und sagen, okay, ich werde jetzt alle Bitches im Club dingsen, sondern ich weiß, ich bin Peter, 32, mag Fische und habe kein Problem damit, dass andere mich doof finden, weil ich halt weiß, dass ich irgendwas wert bin. Das ist für mich halt irgendwie nice. Ja. Das ist genau richtig, aber... Aber man sollte auch gesundes Selbstbewusstsein nicht mit eingebildet vertauschen. Ja. Das ist meistens im jungen Alter, 16, 17, 18. Die haben dann trotzdem ihre Komplexe, aber strahlen halt so dieses Eingebildete nach außen aus. Aber ich glaube nicht, dass das gesundes Selbstbewusstsein ist. Ich finde, das Selbstbewusstsein kommt halt einfach straight im Alter. Wenn du doch weißt, was du willst und du hast schon ein paar Erfahrungen durch und du weißt, was an dir gut ist. Ja. Ja. Find's zum Beispiel extrem sexy, wenn Leute ihr Hobby nice finden. Ja. Wenn du so Magic-Karten spielst oder wenn du, keine Ahnung, Fische magst oder wenn du, weiß ich nicht, was ist denn noch so eine Sache, die jetzt keiner versteht? Golfen. Wenn du gerne, golfen oder, oder so. So Würmer im Wald zählt oder so, keine Ahnung, soll es ja auch geben. Was hat sie denn mit Fischen? Ich mag Fische. Nee, aber es ist halt so ein Hobby, das haben halt wenig Leute. Und ja. das war jetzt für mich eher so der Ausschlag, wenn du ein Hobby hast, das halt vielleicht Leute nicht so cool finden oder so. Und das halt... Trotzdem mit, durchsetzt. Ja, aber auch so mit so richtig... Sparkle-Eis machst, ja. Weißt du? Ja. Das finde ich halt richtig, richtig.
Warte jetzt. Ja? Oh mein Gott. Ich hab aus Versehen dieses ganze Soundboard rausgezogen. Was? Ja, ich hab aus Versehen das Kabel rausgezogen von dem kompletten Soundboard. Ist ja alles wieder gut. Ist ja gar kein Problem. Okay. Ja, aber ich bin wieder geht's da. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Cool, okay. So, ja, Briefmarkensammlung. Erotische Briefmarkensammlung. Yeah. War das dann einfach gerade sehr, sehr laut, oder? Nee, es war gerade alles aus. Oh, I see. Und dann habe ich dich über meinen Monitor gehört. Ich wusste gar nicht, dass mein Monitor Sound hat. Gut zu wissen. Meiner hat's nicht und ich bin jedes Mal pissed. Krass. So. Ach, schön. Weißt du, was mir übrigens gerade aufgefallen ist? Wir haben geredet, aber das Rad ist nicht ein einziges Mal gekommen. Ja, das ist. Aber ist aber gut, dass das passiert, weil dann kann ich das weiterleiten. Ja, also es war nicht ein einziges Mal da. Oder Leute, habe ich irgendwie verpeilt? Nee, ne? Was passiert das jetzt, wenn ich es jetzt drücke? Jetzt kommt es! Weil ich gedrückt habe. Was steht da? Warte. Okay. Dreh. Ja. Ja, was sind die 5 letzten Dinge, nach denen du auf deinem Handy gesucht hast? Die 5 letzten in Google. Okay, also würde ich mal sagen, müssen wir jetzt mal in Google gehen. Die Sache ist die. Ich weiß eine Sache, aber die ist nicht mehr drin, weil ich sie im Inkognito-Modus gesucht habe. Wow, Maoki, was war das denn? Willst du es wirklich wissen? Ja. Es war einfach nur Porn. P-O-R-N. Mehr nicht. Und hast du dir das dann angeguckt? Ja, natürlich. Also, du guckst dir das dann an? Also, wenn du dir Pornos anguckst, Moment, also, wenn du dir Pornos anguckst, dann gibst du bei Google Porn an, anstatt auf eine Pornoseite zu gehen. Ja. Ist das korrekt? Ja, lass mich. Was ist das? Das ist doch okay. Oder nicht? Oder wie macht man das? Weiß ich nicht. Das macht man halt nicht. So. Wow, Anfänger wie ein Noob. Wow, das macht man doch nicht. Pass auf, die Sache ist die. Ich habe halt keine Favoriten oder so ein Ding, weil ich mache das halt so alle 2 Monate oder so zum Stress abbauen, okay? Manchmal sind halt die Hormone da und dann musst du halt einmal durchballern. Aber so. Maoki, du bist doch asexuell. Ja, genau. Hormone habe ich auch keine. Also, du ballerst dann halt so einmal im Monat oder alle 2 Monate mal durch, so damit auch so praktisch so Rohr frei machen, weißt du? Und dann gibst du halt einfach so Porn bei Google ein. Die googelt einfach nach Porn. Krass. Ich hab gedacht, das existiert Sorry, nicht wie sowas. Machst du das? Nein. Wie machst du das? Also, wenn ich mir, abgesehen davon, dass ich das nicht mache, also mache ich wirklich nicht, so. Ja. Dann würde ich auf eine Seite gehen. Also, weil ich das noch gemacht habe, gehe ich auf irgendeine Seite. Ja, was denn für eine Seite? Also, Mauk, ich kann dir da ein paar geben. Okay, Hentai oder normal? Nee! Siehst du, bei mir bleibt es bei Hentai. Ich kann nämlich nichts mit Menschen anfangen. Krass. Hentai ist halt für Leute wie mich halt awesome, weil es halt kreativ ist und verschiedene Dinge passieren so. Richtige Menschen, die sind halt immer ekelhaft so. Wow! Das heißt ekelhaft. Ihr seid alle toll, aber bei richtigen Menschen, die sind halt immer so primitiv. Das ist dann immer so. Ja, die gibt's mir! Und dann der andere so. Und dann bist du die ganze Zeit so. Du machst halt stumm, aber das bringt dich halt auch irgendwie nicht, ne? Du musst ja in irgendeiner Art und Weise so in Form kommen. Aber warum gibst du denn dann nicht Hentai ein? Du gibst da Porn ein. Vielleicht solltest du es mal mit Hentai probieren. Gute Idee eigentlich. Wow! Mann, wie finde ich denn jetzt die letzten gegoogelten Sachen? Warte,
Ich finde das hier nämlich auch gar nicht. Wirklich, meine Verläufe sind halt immer weg. Ich habe aber, was ich habe, ist 40 Tabs offen bei meinem Handy via Google. Und zwar, mein erster Post, den ich gesucht habe, ist Cow Dry Bloat. Also eine trocken geföhnte Kuh. Ist extrem süß. Google mal. Trocken geföhnte Kuh. Also auf Englisch Cow Dry. Blown. Cow Dry Bloat. Eine trocken geföhnte Kuh. Oh, die ist ja flauschig. Ja. Die ist ja richtig flauschig. Die zweite ist Alex. Ist so ein Spiel. Ja. Ist so ein Skyrim. Mhm. Dann, ich weiß nicht warum, Jugend will Influencer werden. Ja. Und dann Rezepte mit Blaubeeren. Das ist ein legitimer Suchverlauf. Oder? Ja. Nein, wir waren bei Cow Dry Bloat, nicht mehr bei Porn, Freunde. Also ich habe jetzt ja auch die Cow Dry Blown, aber jetzt seht ihr nicht mehr. Ich habe Samsung Galaxy S22 Ultra Release. Hm. Ich habe Curaçao Beach, weil ich mir den Urlaubsstrand angucken wollte für nächste Woche. Dann habe ich hier G-Thang Rust Server. Dann habe ich Sparkassenkredit aufnehmen, aber nicht für mich. Weil jemand mein Freund gefragt hat, wie das ist, wenn man einen Kredit aufnimmt. Dann habe ich halt einfach gegoogelt und habe den Link geschickt. Ja. So, hier, guck doch einfach. Ja, kenne ich ganz gut. Und dann habe ich Telonym eingegeben, weil ich eigentlich für den Stream Telonym machen wollte. Aber eigentlich können wir auch aus dem Stream Fragen vorlesen. Ja. Es ist halt für Telonym immer ganz lustig, weil manchmal kommen dann so touchy Fragen, aber also jetzt kamen ja auch irgendwie touchy Fragen, oder nicht? Ja. Ja, weil wir sehr offen und ungezügelt so über solche Sachen sprechen können, weil für viele ist so, oh mein Gott, die reden über Sex! Ist so, ja, ist halt normal, so, keine Ahnung. Also für mich gibt's Es gibt für mich so gesehen wirklich kein einziges Tabuthema. Nichts. Für mich auch nicht. Also, ich habe gelernt, dass je offener man ist, natürlich bis zu einem gewissen Punkt bei verschiedenen Leuten, ne? Ja. Aber je offener man ist, desto zufriedener ist man auch irgendwie, weil. Ja. Also, für viele Leute ist es halt auch so, dass wenn man. Dass sie in ihrer Jugend oder in ihrer Kindheit zum Beispiel nie über gewisse Dinge aufgeklärt wurden oder es wurde nicht normalisiert. Also zum Beispiel wie so aufs Klo gehen, wurde bei ganz vielen Leuten gar nicht normalisiert. Und deswegen haben die dann halt in ihrer Teenie-Phase oder auch in so den 20ern oder so, haben die halt extreme Probleme mit zum Beispiel Klosachen. Die gehen nicht zum Arzt wegen sowas oder die reden nicht mit ihren, reden nicht ganz normal darüber oder haben halt Probleme auf öffentliche Klos zu gehen und so weiter. Deswegen finde ich halt, es ist nur positiv, öffentlich zu reden. Ja. Dass Jen noch keinen Porno gesehen hat, glaube ich nicht. Ja, glaube ich. Ja, klar, natürlich. Ich habe nur gesagt, ich gucke jetzt aktuell in dieser Beziehung, konsumiere ich keine Pornografie. Ich habe ja keinen Grund. Ja. So, why? Naja, keine Ahnung. Wenn du mal Links brauchst, ich hab da einen. Ja, Google Porn. www.google.de/porn. Nee, also weiß nicht. Also ich bin, weiß ich nicht, also das ist auch so ein Ding, Pornografie in der Beziehung. Bin ich eigentlich nicht so der Typ tatsächlich von, also jeder wie er will, aber wenn man... Hebst du dir das so auf? Ha? Hebst du dir das eher dann so auf? Also dass du sagst, ich will das aufheben? Nee, ich hab das Bedürfnis nicht danach, jetzt mehr irgendwie Pornografie reinzuziehen, so, sondern ich hab ja einen Freund. Hab ja direkt jemanden da.
Was machst du für Fantasien, die der nicht erfüllen kann? Gar nichts. Hä, was? Ich habe keine Fantasien, die mir nicht erfüllt werden können. Gibt's da nicht so Fantasien? Hä, dann reden wir und dann sage ich, das ist mein Fantasie, bitte jetzt umsetzen. Was ist, wenn du sagst, ich habe Bock auf Tentakeln? Hab ich ja nicht. Was ist? Guck mal, er kann sich aber nicht zu einer Frau umoperieren. Naja, was machst aber du ich habe doch nicht das gezielte Bedürfnis, jetzt einen Frauenporno rein oder gezielt zu sagen, ich habe jetzt Bock auf eine Frau. Hä? Also das heißt, du bist da eher sehr Vanilla unterwegs. Was heißt Vanilla? Ich habe Bedürfnisse, die man erfüllen kann, wenn man drüber redet. Okay, das ist doch, ja, dann siehst du, das ist ja dann Kommunikation, ne? Ja, deswegen sage ich, Kommunikation ist das A und O. Bitte stellt euch jetzt nicht Toro im Tentakel-Cosplay vor, danke. Das war nicht die Intention dieser Frage, vielen Dank. Ich höre da BDSM-Slang raus. Na, ich meine, ich sag mal so, ich würde jetzt ja selber, also ich meine, ich trage Halsbänder und ich habe eine Domina bei Rust gecosplayt. Ihr könnt, ne, also es ist jetzt kein großes Wunder zu sagen, wow, Mauki kennt sich mit BDSM aus. Das ist ja jetzt keine große Revelation hier. Aber deswegen bin ich halt immer so, was ist mit Fantasien, die man nicht erfüllt bekommt? Aber wenn das halt bei dir dann halt Sachen sind, die man alle klären kann mit einer anderen Person. Ja, weil richtig. Für manche Fantasien braucht es halt auch irgendwie so 5 Personen vielleicht. Ja, durchaus. Weil aber bei du mir halt nicht. Fantasien von einem Tausendfüßler hast. Ja, von einem Schmetterling. Deswegen, ja, das freut mich sehr. Es freut mich, dass sich das freut. Das stellen wir uns genau jetzt gerade vor. Viel Spaß, herzlichen Glückwunsch. Ja. 5? 5? Ja, die Männer ketten sich nicht von allein im Keller an. Ich glaube, so asexuell ist Mauki wohl doch nicht. Was sagst du zu dieser Aussage, Mauki? Also, Asexualität bedeutet nicht, dass du überhaupt gar keine Lust hast, darüber nachzudenken. Du hast nur keinen Bock, es umzusetzen. Also, wenn ich die Wahl habe, mit einer Person ein Eis essen zu gehen oder mit einer Person zu schlafen, dann würde ich immer das Eis wählen. Oder eher den Kuchen. Ich mag Kuchen. Kuchen ist schön. Wusstest du übrigens, dass das Logo von Asexualität ein Kuchen ist? Nee. Weil der Spruch ist, I'd rather have cake. Also lieber Kuchen als Sex. Ich verstehe. Aber du würdest das niemals tun, würdest das Eis vielleicht nach dem Sex nehmen, aber du würdest sagen, okay. Ja. Ohne Sex geht nicht. Ich habe seit, das sage ich jetzt ganz offen, damit für alle Leute, die denken, ich wäre nicht asexuell und tue nur so, ich habe seit letztes Jahr im April habe ich meinen letzten Sex gehabt. Und ich habe damit kein Problem. Für mich ist voll fein. Ich brauche das nicht und ich habe da jetzt auch nicht unbedingt. Du Ärmste! Siehst du, da fängt es wieder an. Da fangen die Leute an mit tut mir leid, es tut mir so leid. Und ich bin immer so, the fuck is going on? Noob, komm in 10 Jahren wieder. Ich würde durchdrehen. Ja, aber eine asexuelle Person dreht da nicht ich durch. Ich würde auch durchdrehen. Eine asexuelle Person, ist das normal? Krass. Also, was heißt kein Sex mit einer anderen Person? Ja, genau, mit einer anderen Person. Sex bedeutet mit einer anderen Person. Krass.
Ob du da Selbstbefriedigung hast oder nicht, das zählt halt ist nicht ja total. Egal. Weil Selbstbefriedigung, das klärt ja nicht den Wunsch nach Berührung. Was? Du hast ja nicht einfach den Wunsch, einen Orgasmus zu bekommen, wenn du Sex möchtest, denke ich, oder? Nee. Sondern du hast den Wunsch, auch von einer anderen Person berührt zu werden und geliebt zu werden, innig, dies, das, Ananas. Ja, ja, ja. Ja. Also, klar kann man lange Zeiten als sexuelle Person aushalten, wo man keinen Sex hat mit Masturbation, aber du hast ja trotzdem den Wunsch, von dieser Person berührt zu werden. Ja, und dabei schreibt man halt so einen Einkaufszettel. Man denkt halt schon mal, also man ist produktiv währenddessen, okay? Jen! Schreibt gerade jemand in meinem Chat. Jen! Multitasking. Schön. Haben wir das auch geklärt? Ja, denke ich auch. Und Doro denkt sich, wo kommt der Einkaufszettel her? Das war nicht auf Jen bezogen, das war auf mich bezogen. Nein, ich war nicht im April bei Toro. Was wow. ist mit euch? Ey, die Leute, ne, die ganze Zeit. Ja, also Mauki hat es bestimmt verletzt, dass du ja Toro ausgespannt hast. Ja, ja, klar. Hat mir es sehr verletzt. Ja. Ich kann nämlich gar nicht damit, wenn ich weiß noch, jemand... als sie das erfahren hat. Jetzt sie war so traurig. Ja. Ja, ich hab richtig Durchfall bekommen, weil ich so gestresst war. Dann direkt, kann ja. ich dann Blumenmädchen sein? Also, wir sind zusammen. Oh, kann ich Blumenmädchen sein? Das war für mich so, ich war so richtig so, ja. Ja. Ja, das ist heute ein Trauma davon. Ein Diarrhö-Trauma. Mhm. Kein Druck, ne? Ja. Für mich wäre das jetzt aber auch so, wenn ich jetzt extrem... Ach, keine Ahnung. Ich würde mich halt trotzdem irgendwie freuen, selbst wenn ich jetzt irgendwie verknallt in eine von euch beiden wäre. In eine von euch beiden? Mhm. Aha. Okay. Dann wäre das für mich jetzt auch nicht so dramatisch. Das ist halt das Schöne, wenn man polyamor ist und asexuell. Man hat halt kein Problem damit, wenn andere Leute Sex miteinander hat, die man mag. Ja, für dich ist es halt einfach nur Sex, ne? Ist halt, ja, okay. Kraul dir halt einfach den Kopf. So, ja, mein Gott, das ist halt so, ja, ihr habt Sex, okay. Ich bin so das Maskottchen. Ich bin so das Haustier, so. Ich bin so lazy, die euch so zuguckt. Schmeißt ihr sie eigentlich raus aus yeah. dem Zimmer? Ja. Yeah. Oh. Außer sie pennt tief und fest. Ich bin wie lazy, ich sitze vor der Tür. Und hört so. Oh Mann. Lazy musste ich am Anfang immer voll beruhigen. Die dachte mir, ich werde gerade umgebracht. Echt jetzt? Ja, klar. Oh nein. Ja. Armes Mäuschen. Ja, bei klar. Katzen ist das so. Warum wrestelt ihr jetzt? Nein, die geben schon einen Fuck. Die geben schon einen Fuck. Die sind dann so richtig, du siehst so diese, wie heißt das nochmal? Diese Verstörung in ihren Augen so. What is happening? Und dann gehen die so ganz langsam. Wow. Ja, und Lazy so, ich will mitmachen. So die ganze Zeit, oh mein Gott. So dieses, oh, ihr habt Spaß, ihr spielt da gerade, ich mach mit. So dieses richtig dumme, oh mein Gott. Das ist Hund. Ja. Oh mein Gott, Alter. Ja, genau so. Bei meiner Katze ist das, könnt ihr das nicht woanders machen?
Actually gibt's auch solche Katzen so. Warum müsst ihr jetzt wresteln? Ich bin gerade am Schlafen. Ja, nee, also Hund. Oh, doch. Oh, ich hatte einmal tatsächlich ich hatte tatsächlich einmal etwas mit einer Person, die hatte einen Hund. Ja. Und dieser Hund. Und ich hatte meine Periode. Ja. Und ich hatte so ein Periodenpad. Ja. Du kennst ja diese, ne? Ja. Der Hund hat mein Periodenpad gegessen. Wir waren fertig. Ich bin aufgestanden, wollte meine Unterhose wieder aufziehen. Ich hab mein Periodenpad aufgefressen. Ja, weiß auf. Und ich war so, the fuck is happening? Sind Hunde so? Das ist vor allen Dingen als Katzenperson halt total weird. Warum machen Hunde sowas? Ja, aber ich hab auch von einer Freundin schon mal gehört, dass dann der blutige Tampon aufgegessen wurde vom Hund. Ja, also keine Ahnung, was die da finden. Naja, es ist halt Blut, ne? I guess. Aber ich mach mir halt so Sorgen, weil so ein blutiger Tampon, der bleibt doch stecken in so einem Hund, oder nicht? Der Hund hat auf jeden Fall überlebt. Ich fand's bei mir halt extrem witzig, aber bei einem Tampon würde ich mir Sorgen machen. Ich wollte einen Hund, das wusste ich noch nicht. Weißt du jetzt Bescheid? Das weißt du jetzt Bescheid. Ja, da war der Stoff am Zahn, ne? Ach, schön. Und dann lässt man sich das Gesicht vom Hund ablecken. Sehr schön. Hunde haben tatsächlich die sauberste Zunge. Ja? Wirklich. Echt? Ja, ich weiß nicht. Ich hab bei Katzen Hund. Ist ja so, bei Katzen ist ja diese raue Zunge, so dieses Kratzige, das viel dazwischen. So bei Hunden, die haben tatsächlich aber die sauberste Zunge. Krass. Ja, aber die putzen sich ja auch nicht, oder? Hunde? Klar. Putzen die sich? Natürlich. Ich habe keinen Hund, Jen. Woher soll ich das wissen? Was machen die denn? Naja, die lecken sich überall und dann machen die mal eine Pfote und machen mal diesen hier so ein bisschen. Nein, du bullshittest mich. Das machen Hunde nicht. Natürlich. Was ist mit dir? Ich habe noch nie einen Hund gehabt. Und ich war auch noch nie länger als 30 Minuten bei einem Hund. Bei Daisy warst du schon dabei. Ja, und der letzte Hund hat meine Unterwäsche gefressen. Also Hunde putzen. Hunde putzen sich. Jetzt googelt sie erstmal. Erstmal googeln. Wenn ich Hunde putzen sich bei YouTube eingebe, dann sind da überall, wo Hunde gewaschen werden. Hund mit Shampoo leckt und so ein sich Zeug. Ab. Hund leckt sich. Das finde ich aber auch nichts. Sag mal, kann es einfach sein, dass Lazy irgendwie eine Katze ist? Nein. Hier, guck mal, so sieht das aus. Ich schick's im Discord. Ja. Mhm. Wir sehen jetzt Mauke, wie sie zum ersten Mal im Bild sieht, wie sich Hunde putzen. Ja, am Schniepes, das ist ja, also am Schniepes, das kenne ich ja, aber generell, also ich habe noch nie gesehen, dass ein Hund den hier macht. Doch, das machen die auch. Also nicht alle, aber einige eigentlich schon. Ja, warte hier, perfekt. Witzig. Ja. Ja. Süß. Süß. Ja. Ich dachte, das ist, Hunde haben auch ihre Periode. Hunde müssen ja müssen so eine Tüte über den Ja, so Lazy kriegt dann immer eine Schlüppi. Ja, bei Katzen ist es halt so, dass die sich das eh dann weg. Also du bemerkst das gar nicht. Oh, Luxus. Ich habe noch nie ey. Eine Katzenperiode gesehen. Oh, Luxus. Lazy und läuft ich habe sehr aus, viele ey. Katzen gehabt.
Geil. Echt? Ja, voll. Ah. Hunde sind auch scheinschwanger. Lesi zum Beispiel war jetzt scheinschwanger. Dann das hattest du erzählt. Ja, dann hängt der Bauch auch so und dann hat sie auch die Zitzen auch voll groß und dann denkt sie, sie ist schwanger und bei jedem Quieken guckt sie und denkt, das ist ihr Welpe, obwohl sie keins hat. Oh. Ich würd sie ja hökern lassen, aber ich kann nicht, weil sie Epilepsie hat. Ah. Ja. Nee, dann besser auch nicht. Nee, ich lasse sie jetzt demnächst kastrieren oder sterilisieren. Ich muss mal gucken. Ja, es ist halt besser mit dem Sterilisieren, als dass sie sich damit rumquält. Ne? Ja, voll, klar. Ich wollte ja jetzt auch Hühner holen. Und ich habe erfahren, dass man Hühnern so Hormonchips geben kann, damit die keine Eier mehr legen, damit die sich damit nicht mehr rumquälen. Wild, was es alles gibt, echt? Ne? Echt? Krass? Ja, also dass man Vögeln sowas machen kann, das sind so kleine so Stäbchen, wie Frauen halt auch haben. Yeah. Und dass sie dann halt keine Eier mehr legen müssen. Ist das für die Hühner anstrengend, wenn die Eier legen? Scheinbar ja. Also es ist ja natürlich auch... Also soweit ich immer gewusst habe, ist das halt übermäßige Nährstoffe, die da drüber, diese Kalzium, das halt da drüber einfach weggelagert wird. Aber jemand sagte mir, dass es dafür anscheinend auch, also dass es auch sehr anstrengend ist für die, da was immer wieder rauszudrücken. Und dann kannst du denen einfach so einen Hormonchip geben. Ob das stimmt, habe ich noch nicht nachgeprüft, weil ich werde ja erst noch Hühner bekommen. Habe noch keine. Aber interessant, was es alles gibt, so, ne? Krass. Was willst du mit einem Huhn, das keine Eier legt? Ja, Mauki. Was will ich denn mit einem Huhn, was keine Eier legt? Haben. Ja. Lieben. Ja. Kuscheln. Ja, ich hab's nur vorgelesen, ich hab das nicht gesagt. Nee, ich meine, das war jetzt auch eher so zu dem Chat. Also, hat man eine Katze, weil man irgendwas von ihr erwartet? Oder einen Hund? Oder Kinder? Like, das ist doch genau, also das ist doch das Größte. Ne? Also willst du Kinder, weil du was von denen erwartest? Ich finde, das ist so ein Kinderwunsch ist ja auch so ein kleiner Trieb in sich, finde ich. Das hatte aber ich eine du willst Zeit ja nicht, lang. dass die für dich irgendwie... Ach, du hattest das? Ich hatte... Ja, ja. Nicht mehr? Nee, also, aktuell nicht, aber ich hatte das schon öfter, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt so ein Kind haben und ich konnte nicht mal sagen, woher das kommt. Das ist einfach so dieses, ich will jetzt Mutter sein. Weiß ich nicht. Wann war das? So ein paar Jahre her oder was? Boah, keine Ahnung. Das war mal vor einem Jahr. Vor 2 Jahren, so immer so intervallmäßig. Das ist einfach so ein Trieb. Irgendwie so, ja, scheiß drauf, einfach Kind kriegen jetzt. Wird schon irgendwie, so weiß ich nicht. Fühlt sich das an? Ist das so ein Zwang? Oh! Was? Ich hab, da dieses Board kommt, aber red weiter. Achso, das Board kommt? Okay, wir ignorieren das Board. Wie fühlt sich das an? Keine Ahnung, das ist so ein, oh, du wirst immer älter und je älter du wirst, desto älter ist dein, also desto jünger ist dein Kind, wenn du älter bist und du willst jemanden glücklich machen und dein eigenes Ding auf die Welt setzen und Mutti sein und irgendwie sowas. Die innere Uhr. Krass. Aber das ist nicht irgendwie so ein Gefühl. Fühl so, dass du so Depressionen oder sowas, also du weißt ja, dieses Board war mir schon zum vierten Mal, was die letzten 5 Dinge ist. Es ist schon wieder mach's da. Mach's einfach aus. Mach's aus. Ich meine, entfernt. So, jetzt ist es weg. Ja. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Gefühl, so, weil ich kenne das zum Beispiel, wenn ich irgendwie Depressionen habe oder so, dann fühle ich das. Und du hast das nicht irgendwie so, dass du das so körperlich fühlst, oder nicht? Nö, es ist dann eher so ein, irgendwann kommt dann die Phase, wo man dann ein bisschen sad ist, weil es irgendwie
Also zeitlich gesehen ist halt eh doof, weil ich ja ganz andere Dinge mache und so aktuell auch. Ja. Und ich dem Kind ja auch viel bieten will. Das heißt, erstmal finanzielle Sicherheit schaffen und dann Zeit haben und so. Und nicht, so ein, boah, jetzt Kind haben, obwohl ich noch ein bisschen rumreißen will und dies, das machen will und mir die ganze Zeit denke, boah, ich hätte eigentlich gern auch das gemacht. So, ich will halt 100% safe sein. Das ist eigentlich, glaube ich, auch die beste Einstellung, die du dazu haben kannst. Und ich kann jetzt nicht einfach, jetzt ich bin mit Toro zusammen, ey, oi, schwanger übrigens, ne? Nee. Gottes Willen. Aber, also, wenn ihr eine Patentante sucht, das ist kein Problem. Ja, die bringen wir dann auf deinen Hof. Da, ach, scheiße. Ich kann sowieso keine Patentantin mehr werden. Tantin? Ich bin Tantin. Weil ich ja aus der Kirche ausgetreten bin. Dann kannst du das nicht mehr machen. Nee, Taufpatin. Taufpatin, ne? Patentante kannst du immer noch machen, aber Taufpatin kannst du nicht machen. So, jetzt. Ja, dann halt inoffiziell. Patentante geht, aber Taufpatin geht nicht. So, jetzt. Auch immer dieses, was, Jen hat zugenommen, Jen ist schwanger. Nee, ich bin einfach fett geworden. Oh, ich hasse das. Das ist so ein... Ist auch jedes Mal, wenn du sagst, mir ist schlecht. Ja, schwanger. Oh, sie ist schlecht geworden. Ja, das ist so, man darf nicht nur natürlich dick werden. Das ist voll schlimm. Tatenpante. Jetzt verwirrt ihr mich total. Ja, ich habe das tatsächlich noch nie gehabt. Mit diesem, ich will Kinder haben. Mhm. Aber ich denke mir manchmal, wie cool wäre das, so ein Mini-Me zu haben? Weil ich auch halt sehr, also ich habe auch generell so viele Muttergefühle. Also alles, was so sich bemuttern lässt, das bemutter ich irgendwie. Ja. Also Katzen, Hunde, Tiere, kleine Menschen, aber eher die eher weniger. Aber ich denke mir jedes Mal, ich glaube, genau, und Chat auch, aber ich denke mir jedes Mal so, wie krass wäre das, für 9 Monate komplett durcheinander zu sein, basically, also du musst ja alles umstellen, etc. Und dann nochmal 18 Jahre... die jeden Tag Schiss haben, dass sich das was tut. Also, dass sich das Kind was tut. Ey, hast du schon mal die Pille genommen? Ich habe schon mal die Pille genommen damals, ja. Wie lang? 3 Jahre. Im Grunde gaukelst du deinem Körper mit der Pille ja auch nur vor, schwanger zu sein. Hormonell. Also, weißt du, wie sich das ungefähr anfühlt? Und ich hatte komplette Stimmungsschwankungen 12 Jahre lang und das war Pain. Ja, und dann kommt ja dazu noch, du hast einen riesigen Bauch ab einem gewissen Punkt, du kannst dich nicht mehr auf den Rücken legen oder auf den Bauch, weil alles tut weh, Hämorrhoiden, Hämorrhoiden. Ich will kein Kind. Du hast Harninkontinenz, Brüste fangen an weh zu tun, Brüste fangen an zu leaken, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme, Gelüste, psychische Gebrechen, Depressionen vor der Entbindung, nach der Entbindung. Ich kann eine ewige Liste machen. Aber, und vor allen Dingen, die Brüste sind danach dann nochmal... Ja, muss nicht. Muss nicht, aber kann sein. Ja, aber immer wenn ich ein Baby sehe, bin ich so, oh, ich will auch. Oh, süß. Nee, das ist voll scheiße, weil du fragst dich, what the fuck, nein. Ich kann mir vorstellen, zu adoptieren. Mm. So 3-jährig, 2-jährig, irgendwie sowas. Also wenn das Schlimmste vorbei ist. Nee, das nicht, aber wenn es nicht mir gehört. Ja. Dann ist vielleicht diese katastrophale Angst weg. Weil ich glaube, sonst schwierig.
Keksi möchte adoptiert werden. Also, ich kann mir vorstellen, du wärst eine gute Mutti. Bei dir kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, das Kind wäre in einem pinken Zimmer mit einem Hasenkostüm, einer Plüschkarotte. Und es würde so... Es wäre einfach nur süß. Also mir wäre das auch egal, wenn es dann irgendwelche Kostüme tragen wir im Alltag, so, weiß ich nicht, Prinzessinnenkleid oder Hasen auch. Oh. Ey, du willst es, okay? Let's go! Und ich so, ja! Oh. Das ist so süß, wenn du darüber erzählst, bin ich die ganze Zeit so, oh. Aber wenn irgendjemand anders darüber erzählt oder wenn ich das irgendwie so im Internet sehe, bin ich immer so, swipe, swipe. Aber wenn du das erzählst, ist das so, ich freue mich. Oh, einen kleinen Recherhelm. Nee. Ich würde sagen, ne, auch wenn ich einen Jungen hätte und der Junge will irgendwie mit Barbie-Puppen spielen oder so, das wäre mir egal, würde ich trotzdem holen. Oder Fingernägel lackieren, nicht, das ist Problem mir egal, ist. Mach ich. Ich verstehe auch nicht, was da das Problem ist. So. Ja. Also, I don't care. Hauptsache, das Kind ist gesund und glücklich. Ja. Safe. Also, die Leute haben halt irgendwie manchmal auch keine anderen Probleme, ne? Wenn das größte Problem ist, dass das Kind vielleicht schwul wird, oh nein. Das hat halt gar nichts damit zu tun. Absolut nicht, aber die haben halt so diese komplett komische Angst, dass das bewirken könnte. Ja. Und das richtiges Problem ist, wenn das Kind wirklich krank ist, so, ne? Also wenn das Kind sich irgendwas tut oder so, aber ja, doch nicht so ein Scheiß. Ja. Schakes, Kinder sind super. Haha, Chagas, natürlich kommt Chagas dann da rein. Es ist gesellschaftlich noch nicht so wirklich angesehen. Ach, immer mehr, immer mehr. Kack mal da drauf. Hm? Kack mal da drauf, was die Gesellschaft denkt. Da bin ich sowieso raus. Ja, also wir sind da sowieso komplett raus. Also wir sind komplett raus. Und das klingt so, als hätten wir über zu verheimlichen auf. Ja, aber ist doch so, oder nicht? Ja. Also. Allein schon als Streamer bist du komplett aus so einer Scheiße raus. Aber das finde ich cool. Ich hatte letztens hatte ich so ein Thema gehabt, da wollte ich halt. Also ich mach das, also wie soll ich das sagen? Ich hatte ein Gespräch mit jemandem gehabt. Und hab halt gesagt, so, ja, das und das will ich machen und das will ich machen. Und dann hieß es aber von der Person, nee, das kannst du nicht machen. Das finden Influencer X und Y und Z scheiße, das solltest du nicht tun. Weil du gerade sagst, so, einfach machen, so, warum Gedanken machen. Und ab dem Punkt habe ich mir gedacht, krass, du bist jetzt irgendwie in so einer Nische, wo wirklich alles bewertet wird und kritisiert wird, was du machst, auch wenn es nicht schlimm ist. Natürlich, natürlich. Das ist richtig, richtig krass. Das ist halt aber ganz normal, ne? Je größer man auch wird in der, also je höher man so praktisch in dieses Treppchen hochsteigt, in egal welcher Nische, ja. Erinnere dich an Cosplay. Ja. Oder selbst bei den Goths hatte ich das damals. Wenn du da in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit auf dich ziehst, wirst du immer bewertet. Ja. Aber halt so dieses Gefühl, da habe ich realisiert, man steht irgendwie richtig unter Beobachtung und wenn du nur irgendeinen Fehler machst, was heißt Fehler, irgendwas, was in bestimmten Influencer nicht passt, dann wirst du zerstört. Ja. So, why? Weiß ich nicht. Ja, Drama bringt halt aber auch immer noch Klicks, ne? Das ist so schrecklich. Also... Mit diesem aus der Gesellschaft raus zu sein, war jetzt von mir aus auch eher so gemeint, wenn ich on Stream erzähle, ein Hund von meinem Partner hat meine Binde gefressen oder so, dann kann mir das halt total egal sein, weil weder meine Arbeitskollegen, also ihr seid ja meine Arbeitskollegen irgendwo, ja. Aber weder in einem, also wenn ich jetzt irgendwie in einem
angesehenen Etablissement oder sagen wir mal in einer Anwaltskanzlei sitzen würde und das hier on stream erzählen würde und am nächsten Tag zur Arbeit gehe und mein Chef weiß es, meine Kollegen weiß es, dann hat das Folgen. Aber so als Streamer erzählst du halt sowas, weil dir ist es total egal, ne? Und deswegen sind wir halt irgendwo aus der Gesellschaft raus. Aber das heißt ja nicht, dass die Arbeitskollegen einen nicht bewerten. Ja. Oder der Chat teilweise auch. Ja, ja, man rechnet halt eh damit schon so ein bisschen. Aber man muss halt sagen, es ist mir halt egal. Das ist auch gut. Manchmal ist es halt auch gut, dass man halt nicht unbedingt sich mit allen anlegt. Aber ich glaube nicht, dass du das Problem hast. Ich glaube, du kommst mit sehr vielen Leuten sehr gut klar. Ich komme auch im Grunde mit allen klar, aber für mich ist es so ein... Ich lasse mir halt nichts vorschreiben von niemandem. Und selbst wenn das irgendwelche Konsequenzen haben sollte, es ist mir halt... Konsequenzen? Du weißt ja, ich bin halt so... Ich bin halt... Mir ist das Rille. Weiß ich nicht so. Keine Ahnung, bin ich nicht der Mensch für. Ja, also wenn mir irgendein anderer Influencer mit Konsequenzen ankommt, muss ich auch etwas den Kopf schütteln, weil manche Leute halten sich halt auch so ein bisschen für die Polizei und geilen sich halt so ein bisschen darauf auf, ne? Aber sind halt selber in keiner Art und Weise besser. Ja. Deswegen, einige nehmen halt den sicheren Weg im Internet und geben halt einfach nur das Preis von sich, was halt nötig ist, um zu streamen oder sowas. Ja. So einfach dieses, ich muss jetzt nichts aus meinem Privatleben teilen oder was ich mache, Hauptsache ich bin einfach als Person so anwesend. Ja. Also, kann ich aber auch nachvollziehen. Für mich ist zum Beispiel, es gibt für mich nur Mauki. Nicht irgendwie die Person, die vor 5 Jahren in der Ausbildung war oder so. Oder auf der Schule. Ja. All das davor ist weg. Für mich gibt's halt nur Mauki. Ja. Aber dieser Stream-Charakter bin ich halt auch in Reality. Ja. Und zum Beispiel, auch du nennst mich nicht zum Beispiel bei meinen bürgerlichen Namen oder so. Das würde mir auch wehtun, so. Ja. Und deswegen ist es für mich halt vollkommen normal, auch on Stream von meinem Privatleben zu erzählen. Aber ich kann auch schon verstehen, wenn man zum Beispiel sein Gesicht nicht zeigt oder etc. Ist vollkommen fein. Ja, voll. Oder man wird halt einfach geleakt von Jen beim Silvester, wie heißen diese vietnamesischen Röllchen? Frühlingsröllchen machen? Ja. Wo du Suki fast geleakt hättest? Suki ist an sich... Ja, Suki ist ja eigentlich an sich. Man weiß ja, wie Suki aussieht. Ja, also sie hat auch gesagt, ich habe auch ein Foto mit ihr hochgeladen, wo sie Mundschutz dran hat und so. Also. Ja. Bei Party muss man halt aufpassen. Da habe ich ganz oft gefilmt und ich musste Party rausschneiden oder gar nicht hochladen. Ja. Ich kann das vollkommen verstehen, wenn man sich zum Beispiel nicht in der Realität zeigen will. Ja. Absolut. Ja. Also, allein schon für Leute erkannt zu werden auf der Straße, ist ja schon ein Albtraum für manche Leute. Wo ich mit dir telefoniert habe am Flughafen. Wir haben telefoniert, weil Jen halt noch eine Stunde warten musste auf ihren Flug. Und dann haben wir halt telefoniert, einfach ein bisschen die Zeit totzuschlagen bei ihr. Und plötzlich ist sie so, ja, ich muss hier in die Kontrolle zum Gate und ich muss jetzt gerade hier noch mein Zeug und ich leg dich mal mit in die Kiste, dann fährst du durch diese Röntgenaufnahme. Und ich höre plötzlich so, können Sie, die Flasche können Sie hierhin tun. Sagen Sie, sind Sie nicht die, sind Sie nicht irgendwie, was hat er gesagt? Diese Streamerin auf Twitch. Diese Streamerin aus Twitch. Und ich war so, ich weiß gar nicht, ob man mich gehört hat aus dem Handy. Nee. Ich war so richtig, das war so witzig.
dann war es halt, der war halt super lieb und super, super respektvoll und zuvorkommend und so. Deswegen fand ich das echt sweet, aber gleichzeitig war es halt so lustig, weil ich fahr da so in dem kleinen Handy durch diese Röntgenaufnahme und höre nur so und davor so, ja, ich guck auch und hab sie auch abonniert und das ist auch voll toll, was sie machen. Und ich würde so da komme ich am Ende raus. Hallo Jen! Sind Sie die Jen von Twitch? Ich hab sie an ihrer Stimme erkannt. Das fand ich auch sehr, sehr krass. Ich finde, du hast ein so markantes Aussehen, dass man dich eher an deinem Aussehen erkennt, selbst mit Mundschutz. Wegen den pinken Strähnen allein schon? Ja, die ich da hatte, ja. Wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ey, ich erkenne dich an deiner Stimme, würde ich so sagen, bist du doof, ich habe lilane Haare und silberne Haare. Also, oder so Rezo oder so, weißt du? Aber, Ja, das ist eine andere Welt. Aber sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Danke, wer auch immer du bist, das war sehr, sehr lustig. Ich habe mich beömmelt. Das war auch so ein, okay, ich muss dann jetzt weiter. Das ist immer so, diesen Abschluss zu finden, weil sowas ist immer schwierig. Ja, sehr, sehr. Ich meine, was soll ich sagen? Ich habe das noch nie erlebt, aber ich kann mir vorstellen, dass es ungefähr ist wie auf Conventions. Mhm. So, wo du im Cosplay dastandst und die Leute haben ein Foto von dir gemacht und dann haben sie noch ein bisschen mit dir geredet und du warst irgendwann so. Ja, ich. Gotta go! Aber du kommst irgendwie nicht da weg. Ja. Menschen schauen sie nicht an. Das Erste, was sie wahrnehmen, ist doch die Stimme. Hä? Ach, Menschen schauen sich doch nicht an. Ach so. Ja, okay, das verstehe ich. Ich war gerade so, warum schauen Menschen Jen nicht an? So, Alter, wir haben jetzt schon 2 Stunden rumgekriegt, ne? Krass. Nee, 3. Rumgekriegt, so. Nee, 3. Als 3! Ja, 3! 3 Stunden! 3,5. Naja, wir haben ein technisches Problem, 20.20 Uhr angefangen. Ja, aber... Alter! Dazu, oder? 3 Stunden! Vor allen Dingen hat ja super funktioniert mit dem, mit dem Rad. Uns sind die Themen ausgegangen. Das Rad war sehr hilfreich. Ich finde, wir haben. Das Rad war das Beste. Ja. Wir haben sehr viel geredet. Es kam viermal dieselbe Frage. Kannst du weitergeben? Ja? Es kam viermal dieselbe Frage. Okay, gib am Ende. Weiter. Kannst du weitergeben? Ich muss gucken, wie das Rad noch geht und so Kamera und. Ich hoffe, du hast für nächste Woche eine würdige Vertreterin. Nein, nächste Woche bin ich im Urlaub. Stimmt. Nächste Woche bist du im Urlaub. Du verpasst meine dummen Scheißi-Sachen. Was denn? Meine. An dem Tag? Ja, alles verpasst. Ich guck die rein. Ganze Woche. Ich guck rein. Ich guck aus Curaçao rein. Okay. Sehr gut. Nee, war cool. Ich muss zugeben, dass es recht flott vorbeiging. Es ging richtig schnell. Ich könnte so weiterquatschen. Also, man kommt am Ende irgendwann nicht mehr weg. Ja, voll. Nee, war sehr schön. Ich bin auch sehr happy, dass du meine Erste warst. Weil mit dir ist das halt sehr einfach. Sweet. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich mich geoutet habe, dass mein Google-Suche jetzt raus ist. Ja. Und ich gehe mich dann schlecht fühlen, weil ich dich verletzt habe. Ja, und ich dich auch. Nein, das ist gut. Nee, das bleibt ein Geheimnis, das sagen wir euch nicht. Ja, absolut nicht. Nein. Mal. Also, mein Chat kann mich mal, dein Chat, ihr seid nett. Sehr gut, sehr gut. Alright, so machst du jetzt noch so eine krasse Abmoderation, bitte? Ich? Ja, du machst das. Das ist jetzt bei mir normal Tradition, dass das die Gäste machen. Okay. Es war so wunderschön, dass ihr hier wart. Ich freue mich so sehr darauf, nochmal irgendwann dabei zu sein.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.